willkommen jetzt zu unserer zweiten Bürgerbeiratssitzung zum Thema Corona. Wir treffen uns heute zum zweiten Mal. Ich begrüße ganz herzlich auch die Mitglieder des Bürgerbeirats Corona, die Sie auch eingeblendet sehen. Und wer hätte gedacht, dass wir uns heute gerade an dem ersten Tag des zweiten Lockdowns für in Augsburg bzw. Bayern und deutschlandweit treffen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Datum, um eben miteinander darüber zu diskutieren, wie wir mit dem Thema Corona in Augsburg auch weiter umgehen wollen. Es ist einfach viel Energie von uns allen notwendig, durch diese Zeit zu kommen. Und ich glaube, dass es einfach auch wahnsinnig wichtig ist, dass wir vor allem auch an den Tag danach denken. Also was passiert eigentlich, wenn die Normalität auch wieder Einzug hält? Und wie wollen wir dann auch die Lockerungen, die hoffentlich irgendwann bald ja auch wieder kommen, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir die verschiedenen Bereiche unterstützen? Wie machen wir mit dem Thema Schule weiter? Was gibt es ansonsten für Ideen für unsere Stadt? Und da bin ich, wie gesagt, sehr glücklich drüber, dass sich 10 Bürgerinnen und Bürger bereit erklärt haben, mit uns so etwas zu diskutieren. Wir sind heute das zweite Mal beisammen. Das erste Mal vor 4 Wochen haben wir uns ein bisschen aneinander herangetastet, haben uns kennengelernt, haben mal hingehört, was den einen oder die andere besonders bewegt, in welchem Bereich sie insbesondere unterwegs ist, was die entsprechenden Vorstellungen auch sind, wie man mit diesem Virus auch umgehen kann. Und ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, Ihnen 10, dass Sie Zeit investieren, dass Sie sich einbringen wollen in unsere Stadtgesellschaft und dass Sie Dinge eben auch besser machen wollen. Das finde ich sehr, sehr wunderbar. Anders als beim ersten Treffen sehen wir uns heute tatsächlich nur digital. Die hohen Inzidenzwerte, die Ausgangssperre, die weitergehenden Kontaktbeschränkungen lassen ja auch überhaupt gar nichts anderes zu. Aber ich glaube, wir werden trotzdem ganz unter uns fast auch gut miteinander diskutieren und uns überlegen, was wir in Augsburg machen wollen. Vielleicht ein ganz kurzer Rückblick auf das letzte Mal. Beim letzten Mal haben rund 700 Augsburgerinnen und Augsburger bei unserem Livestream zugeschaut. Das ist für so eine Veranstaltung unglaublich viel. Wir haben 613 Nachrichten in den 2 Stunden über die Chat-Funktion bekommen, die wir damals auch geschaltet hatten. Und 76 Fragen wurden in unserer Fragebox gestellt. Und ich kann an der Stelle schon mal sagen, dass all die Anregungen und Fragen, die eben das letzte Mal gestellt worden sind, wurden ja bei uns in der Verwaltung bearbeitet und beantwortet. Und die werden morgen auf augsburg.de auch online gestellt. Das heißt, alle, die auch wissen wollen, was ist denn eigentlich aus meiner Frage geworden, ab morgen kann man reinklicken und nachschauen, wie denn eigentlich was auch beantwortet worden ist. Und Sie haben ja letztes Mal auch einige Anregungen schon mit auf den Weg gegeben, was denn eigentlich die Stadt noch machen könnte. Und da möchte ich Ihnen auch kurz ein Feedback geben, was wir inzwischen in die Wege geleitet haben. Sie haben ja zum Beispiel, das war die Frau Hammel, glaube ich, die das auch gesagt hatte, dass man doch auch mal so einen zeigen soll, wie es auch denjenigen geht, die auf der Intensivstation arbeiten, damit man einfach auch mal einen Einblick bekommt darin, was auf einer Intensivstation passiert. Und ich hoffe, Sie haben alle das Video gesehen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Hauptabteilung Kommunikation eben mit Intensivpflegekräften im Universitätsklinikum gedreht haben, um einfach da aus dem Arbeitsalltag zu berichten. Es wurde die Anregung gegeben, auch mal Menschen mit Krankheitsbildern zu begleiten, also die an Corona ja auch wirklich erkrankt waren und wie es denen heutzutage geht. Da haben sich inzwischen der Bayerische Rundfunk und die Augsburger Allgemeine gemeldet bei uns, die gesagt haben, das machen wir sehr gerne. Und wenn natürlich solche Medienhäuser wie die AZ oder der BR solche Geschichten machen, dann finde ich das super, weil das natürlich eine ganz andere Reichweite hat, als wenn das so eine kleine städtische Kommunikationsabteilung machen würde. Es war die Anregung auch, dass man noch mal mehr und besser informiert, dass man noch mal breiter streut. Auch das haben wir entsprechend gemacht, dass wir jetzt auch eine Postwurfsendung gemacht haben für die Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Woche in allen Briefkästen liegen müsste, wo wir auch noch mal auf unsere verschiedenen Sprachangebote auch hinweisen, damit also auch diejenigen, die der deutschen Sprache nicht allzu mächtig sind, eben dann trotzdem auch die richtigen Informationen rund ums Coronavirus bekommen. Es hat auch einen Hinweis gegeben, dass wenn die Gastro irgendwann wieder aufmachen kann, dass es doch so eine App geben soll, wo man sich viel einfacher registrieren kann als mit der Zettelwirtschaft, die ansonsten ja in vielen Restaurants und Kneipen der Fall war.
Da hat Leo Dietz, der auch eingeschaltet ist, der CSU-Fraktionsvorsitzende, der gleichzeitig auch Vorsitzender vom Hotel- und Gaststättenverband ist, sofort angefangen zu recherchieren. Und es gibt tatsächlich schon eine App, die eben vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband mit unterstützt wird. Und da sind wir gerade dabei, für Augsburg zu prüfen, ob wir da eine Stadtlizenz kaufen, die wir dann eben unseren Gastronomen auch zur Verfügung stellen können, um die Registrierung, wenn dann die Gastro wieder aufmachen kann, auch wirklich, dass alles wieder besser funktioniert. Das war jetzt vielleicht mal so ganz kurz das, was wir in den letzten 4 Wochen aus Verwaltungssicht gemacht haben. Aber jetzt liegt es an Ihnen. Wir haben miteinander vereinbart, dass dieses Mal viel mehr diskutiert wird, dass dieses Mal auch viel mehr Sie vor allem Ihre Anregungen einbringen wollen und möchten. Sie haben im Vorfeld der heutigen Bürgerbeiratssitzung sich auch überlegt, welche Themen Ihnen wichtig sind. Sie haben gesagt, wir müssen natürlich über den aktuellen Lockdown sprechen, aber gerade auch das Thema der Schutz von Risikogruppen, Sicherheit und Ordnung, Schule, ÖPNV sind alles Themen, die eigentlich auf der Agenda stehen. Und deswegen möchte ich es jetzt eigentlich auch Ihnen überlassen, sich über die genau oder dass wir uns über diese Themen austauschen. Ich selber möchte da eigentlich auch mehr in eine Moderatorenfunktion reinrutschen. Und ich würde vorschlagen, dass der erste Punkt, wie gesagt, ist der Umgang mit dem aktuellen Lockdown, dass Sie damit anfangen. Und ich würde mir einfach wünschen für heute, dass wir wie ein guter Stammtisch miteinander ins Diskutieren kommen und irgendwann auf die Uhr gucken und uns denken, mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wer möchte beginnen? Irgendjemand muss jetzt anfangen. Frau Svoboda, wollen Sie vielleicht beginnen? Gerne, fange ich an. Ja, dieser geschmückte Weihnachtsbus, den wir da dort haben, da könnte man vielleicht ja auf die Stadtwerke zugehen. Die haben ja eigentlich ansonsten immer diesen Bus für dass sie Geschenke annehme, die Tragetaschen entsprechend und verwahren, währenddessen die Leute beim Einkaufen sind. Die haben ja so einen Bus schon vorrätig. Und vielleicht könnten sie diesen Bus ja dann vielleicht zur Verfügung stellen und eben, dass da die Augsburger, Bürgerinnen und Bürger, die ein Herz für welche haben, für Bürger haben, die eben jetzt nicht so viele haben, ihre Geschenke hinspenden können und die da dann eben auch sinnvoll verteilt werden können. Das wäre so ein Vorschlag. Was meint denn der Rest so dazu? Frau Kalcher. Sie müssen Ihr Mikro noch anmachen. Ah, genau. Jetzt kann man mich hören? Ja. Wir haben ja in der Vorbesprechung eben ein paar Themen gesammelt und vielleicht ganz kurz jetzt zur Erklärung mit diesem Weihnachtsbus, dass man die Idee mal kurz vielleicht vorstellt. Es war eine Idee, dass man gerade, weil jetzt an Weihnachten bestimmt viele Menschen alleine sind, die keine Familienangehörigen haben und eben durch die Hygienemaßnahmen auch nicht mit ihrer Familie dann in großen Rahmen feiern können, vielleicht selber an Corona erkrankt sind, keine nahen Angehörigen in der Umgebung haben. Und da war die Idee, ob wir nicht einen kleinen Aufruf starten, wir als Corona-Bürgerbeirat, um die Leute zu animieren, sich bei der Stadt zu melden, dass sie alleine sind und dass man ihnen vielleicht durch gespendete Sachen von Unternehmen, vielleicht Kaffeegutscheine, eine kleine Schokolade, einen persönlichen Gruß zukommen lässt und das in einer Form von einem Weihnachtsbus, also ein Bus, der weihnachtlich geschmückt ist, vielleicht lässt sich Musik oder irgendwas noch arrangieren, damit dann durch die Stadt fährt, die Leute in Anführungsstrichen natürlich besucht, bei denen klingelt, denen vielleicht was vor die Türe legt und ihnen auf die Distanz hin fröhliche Weihnachten wünscht. Und da, vielleicht finden wir ja Leute, die das mit unterstützen würden, vielleicht die Augsburger Allgemeine, die damit drauf aufmerksam macht, vielleicht das Radio, dass die Bürger so gemeinschaftlich so ein bisschen füreinander und gerade auch für die, die jetzt an Weihnachten alleine sein müssen,
ein bisschen was tut und denen ein bisschen Freude schenkt und dass die ein kleines bisschen Kontakt haben und nicht das Gefühl, dass sie vergessen werden. Ja. Herr Dombrowski, haben Sie sich auch zu diesem Thema gemeldet? Ja, vollkommen richtig. Ich möchte das eventuell noch ergänzen, und zwar können wir natürlich auch die besuchen, die in Quarantäne sind, weil die sind garantiert einsam und können also nicht so toll Weihnachten feiern. Ich denke aber auch an die Personen, die in Alten- und Pflegeeinrichtungen leben und auch nicht volle Kanne Besuch haben von ihren Verwandten. Da kann ich mir auch lebhaft vorstellen, dass wir da einfach mal die Alten- und Pflegeeinrichtungen besuchen. Ich schätze, wenn Schokolade, Mandarinen und so kleine Kleinigkeiten da sind, schenken wir einfach Freude in dieser eher merkwürdigen Zeit. Es gibt ja diese Aktion dieses Jahr vom SKM, die ja normalerweise immer am Heiligabend, der für die Obdachlosen und die Einsamen ja diese Stadtweihnacht organisieren. Kennen Sie das? Das war normalerweise immer im Kolpinghaus und jetzt ist es letztes Jahr in der Rosenau-Gaststätte auch gewesen. Und das kann ja dieses Jahr eben nicht stattfinden wegen Corona. Und da gibt es eben auch so ein freiwilligen Team von von jungen Menschen. Das ist das Organisationsteam vom Modular-Festival, die am 24.12. eben diese Menschen auch anfahren und da eben auch mit kleinen Geschenken und auch vor allem mit warmem Essen auch entsprechend versorgen. Vielleicht kann man ja überlegen, ob man das da irgendwie noch andocken kann oder ob man da noch was machen kann. Weil es ist halt natürlich, ich überlege bloß gerade, weil es ja auch immer so das Thema ist, man muss ja wissen, wer ist in Quarantäne zum Beispiel. Also das ist ja an sich ein schöner Gedanke, weil die Leute müssen sich ja eigentlich dann auch melden, glaube ich, oder? Herr Dombrowski hat sich nochmal gemeldet. Die Personen, die in Quarantäne sind, ich gehe davon aus, das weiß das Gesundheitsamt. Wenn es das nicht weiß, dann frage ich mich, wer wird von wem in Quarantäne geschickt und wenn ja, wie lange bleibt er da drin, wer hat er vergessen, sehen wir den im nächsten Jahr wieder oder das wäre ja dann wirklich eine Katastrophe. Nein, das Gesundheitsamt weiß das schon, aber das ist ja einfach so, dass es ja Datenschutz auch ist. Das Gesundheitsamt darf ja nicht einfach dem Bürgerbeirat Corona sagen, der Herr Müller in der Meierstraße 27 ist in Quarantäne. Das funktioniert ja nicht. Deswegen müsste man mal überlegen, wie man das machen kann. Frau Keicher hat sich auch noch mal gemeldet. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man eine E-Mail-Adresse einrichtet. Also zum Beispiel weihnachtsbus@stadtaugsburg.de, keine Ahnung, und da dann eben, dass die Leute aber auch sich freiwillig melden. Also es soll natürlich auch keiner Besuch bekommen oder beschenkt werden, der das nicht möchte, um Gottes Willen. Aber da oder dass auch Freunde ihre Freunde dort anmelden, weil sie überraschen wollen und ihnen einfach eine Freude machen wollen und einen Gruß da lassen. So. Also das wäre jetzt wahrscheinlich eher das, und ich glaube, ich weiß es nicht, ich kenne mich da leider nicht so gut aus, wie das ist, so eine E-Mail-Adresse einzurichten, dass man die dann... Also da dann Kontaktdaten natürlich angegeben werden, um Gottes Willen, aber das natürlich unter Datenschutzrichtlinien dann auch behandelt. Ja, also ich weiß nicht, ob das auf die Schnelle jetzt, wir haben natürlich nicht mehr so viel Zeit, ob das umsetzbar wäre, aber da könnte man sich vielleicht ja oder kann man sich dann freiwillig melden oder die Leute, die Interesse dran hätten oder sich freuen würden oder man überrascht seine Freunde. Also, an einer E-Mail-Adresse wird es nie im Leben scheitern. Also, eine E-Mail-Adresse ist relativ schnell auch eingerichtet. Ich glaube, die Herausforderung wird vor allem sein, jetzt bis Weihnachten, und es sind ja nur noch eine Woche, sowas auf die Füße zu stellen. Vielleicht, dass man überlegt, ob man, weil ich glaube, dass uns Corona einfach noch länger beschäftigen wird und dass vor allem auch diejenigen, die zu den Risikogruppen gehören, wahrscheinlich auch noch länger auch damit zu tun haben werden, dass sie da vielleicht auch allein und einsam sind, so wie es der Herr Dombrowski ja auch gerade vorher gesagt hat. Und dass man, glaube ich, da mal überlegen muss, was vielleicht auch nach der Weihnachtszeit auch geleistet werden kann, um solchen Menschen auch zu helfen und nicht nur eine Freude zu machen, sondern trotzdem halt auch soziale Kontakte im Rahmen von Corona vielleicht aufrechtzuerhalten. Frau Russo hat sich gemeldet. Ja, hören Sie mich? Ja. Frau Kalcher, Herr Dombrowski und ich, wir haben uns ja schon auch
privat nochmal zusammengeschlossen und theoretisch hätten wir jetzt auch schon jemanden, der einen Bus zur Verfügung stellen würde, wenn ich jetzt das von Eva richtig verstanden habe. Ich hätte eventuell jemanden von Müller, also das könnte morgen früh geklärt werden, ob Müller was spenden kann, also Spielzeuge eventuell oder Schokolade. Ich müsste noch ein paar andere Telefonanrufe tätigen, aber eventuell kriegen wir noch ein paar andere Geschäfte mit an Bord. Das muss budgetmäßig geklärt werden. Und dann bräuchten wir eigentlich nur noch ein paar Freiwillige, die sich bereit erklären, Päckchen mit uns. Also wir drei haben schon gesagt, wir können morgen anfangen, übermorgen und Päckchen herrichten. Und dann bräuchte man eben noch die Leute, die das verteilen. Vielleicht entweder mit dem Bus einfach rumfahren, spontan. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn man spontan durch die Stadtteile fährt, Musik noch macht. Also wir haben gedacht, vielleicht noch eine Musikbox in den Bus rein und dann ein bisschen gute Stimmung, gute Laune verbreiten. Und keine Ahnung, man kann auch einfach so klingeln. Vielleicht wäre das noch eine Idee. Weiß ich nicht, ob man das darf. Weil dann wieder sich viele Leute draußen versammeln würden. Aber ja, das wäre eine Idee. Oder eben eine zentrale E-Mail oder eine zentrale Telefonnummer, wo die Leute anrufen können und sagen können, ja, ich hätte gern was. Oder ein zentraler Platz, das wäre auch noch eine Idee. Da, wo der Weihnachtsbaum steht auf dem Rathausplatz und dieser Engel, da könnte man ja auch einfach den Bus hinstellen. Und dann die Leute, die vorbeigehen, können sich was abholen, solange wie der Vorrat reicht. Also, ja, vielleicht wollen auch andere Augsburger noch selber was spenden oder jeder will irgendwas geben. Weiß ich nicht. Wäre auch schön. Genau. Ich finde es eine total schöne Idee. Und ich würde mal morgen mit, also ähnlich ich selber, weil ich habe morgen ganz Stadtratssitzung, aber jemand von meinem Team wird mal morgen im Freiwilligenzentrum mal Kontakt aufnehmen, ob da vielleicht auch noch Unterstützung ist. Wir müssen halt bloß sehr aufpassen, weil wir halt Corona haben, wir haben Kontaktbeschränkungen, wir haben Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren. Also so einfach ist es ja gerade auch nicht, irgendwie die Menschen auch dazu zu animieren, die Häuser und die Wohnungen zu verlassen, weil eigentlich soll ja jeder zu Hause bleiben und wenn möglich auch alle Kontakte sollen ja eigentlich nicht stattfinden. Aber vielleicht fällt uns irgendwas Schlaues ein, wie wir das machen können. Also da würde sich dann jemand morgen von meinem Team auch nochmal rückmelden. Okay. Herr Kalch, Frau Kalcher, Entschuldigung. Ja. Nee, es geht nicht darum, dass die Leute ihr Haus verlassen und irgendwo hinkommen und sich was abholen, sondern es war eigentlich schon so die Grundidee, auch so ein bisschen was fürs Auge. Wenn die Leute aus dem Fenster schauen, vielleicht so einen Weihnachtsbus zu sehen. Wir haben ja auch in Augsburg die Straßen, Weihnachtsstraßenbahn normalerweise. Und ja, ich dachte, könnte vielleicht auch ganz gut ankommen für die, die nicht beschenkt werden oder die Kinder, wenn sie sich auf den Balkon stellen und da runterschauen und der Augsburger Weihnachtsbus fährt vorbei. Aber wie gesagt, schon gezielt zu den Leuten, die da wirklich Freude dran hätten und dann aber auch unter den Regeln, die einfach momentan herrschen, ohne Kontakt. Und ich dachte halt, wir dürfen mit dem öffentlichen Nahverkehr ja fahren und es wäre ja dann sozusagen auch eine Busfahrt, muss ja nicht voll gemacht werden, der Bus, sondern halt mit den Personen, die sich da gerne dran beteiligen möchten. Und ich habe jetzt persönlich schon in meinem Umfeld, meine Arbeitskollegin hat sofort gesagt, sie findet es super, sie würde sich da an Weihnachten auch definitiv die Zeit nehmen und da gerne mitfahren, wenn da Hilfe gebraucht wird. Also ich auch. Ich würde da auch sehr gerne mitfahren. Also, wir werden mal morgen mit dem Freiwilligenzentrum sprechen und mit unserem Büro für bürgerschaftliches Engagement und dann gucken wir mal, ob wir da noch was auf die Füße stellen. Wie gesagt, Weihnachten steht wirklich kurz vor der Tür, aber vielleicht kann man ja dann noch was organisieren für die Zeit zwischen den Jahren. Okay, was gibt's, Herr Dombrowski? Wir könnten ja auch jetzt, da gibt es ja vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der da von sich aus sagt, Mensch, tolle Idee, da spende ich gerne etwas. Und wenn es nur ein finanzieller Obolus ist, wo wir dann hingehen und sagen, okay, dann kaufen wir eben noch ein paar Mandarinen und ein paar bisschen Schokolade und so weiter und so fort. Ich erkläre mich auch bereit, am 24.12. den Bus zu befüllen und rumzufahren und die Dinge zu verteilen.
Das ist sehr schön, Herr Dombrowski. Und ich kann jetzt auch vorlesen von einer Person von Marlon aus dem Chat. Der schreibt, der Vorschlag von Frau Keicher ist lieb gemeint. Ich werde aufgrund Corona nicht quer durch Deutschland zu meiner Familie fahren und bleibe deshalb alleine in Augsburg zurück. Klar würde ich mich über einen Weihnachtsgruß oder ein kleines Geschenk freuen. Aber persönlich findet er, dass es Wichtigeres gibt. Aber es ist, glaube ich, schon auch eine schöne Rückmeldung, schon mal, dass jemand sagt, Mensch, das ist ja eigentlich auch eine tolle Idee. Fein. Ansonsten, glaube ich, ging es Ihnen ja auch so ein bisschen Vorgespräch auch um die Frage Hilfsangebote auch nochmal formulieren. Das habe ich auf jeden Fall auf meinem Spickzettel stehen. Um was ging es Ihnen da konkret? Frau Russo, bitte. Mir ist es letztens klar geworden, weil ich immer mehr vom Umfeld auch mitbekomme, dass ein paar Leute positiv getestet werden. Und ich dachte mir dann, okay, was mache ich jetzt, wenn ich positiv bin? Also wo gibt es irgendeine Handlungsempfehlung? Soll ich mich verhalten wie bei einer Grippe? Soll ich Tee trinken? Soll ich Ingwer essen? Also ich habe ein bisschen gegoogelt und ich finde, man findet irgendwie gar nichts. Also es heißt ja immer, ja, keiner will sich darauf festlegen, was dagegen hilft. Ich finde irgendwie so eine Seite, wo einfach mal stehen würde, hey, du bist positiv getestet. Ich weiß nicht, was mache ich denn dann? Also da bin ich so ein bisschen, stehe ich irgendwie so im Lernen da. Also klar, es gibt überall diese Regelungen, man soll niemanden treffen und Kontakt vermeiden und sich isolieren. Aber es steht irgendwie nirgendwo, wie kann ich wieder gesund werden? Also soll mir das der Hausarzt sagen oder weiß ich nicht. Also da habe ich mir gedacht, wäre ich jetzt krank, dann, ja. Ich finde irgendwie, es wird so viel über Corona geredet, aber keiner gibt einem Handlungsempfehlungen, wie man sich dann wieder selbst auf die Beine bekommt. Also ich glaube, wir hätten da schon ein paar Ärzte oder ein paar Mediziner, die vielleicht Tipps geben könnten. Und das könnte man auf einer Seite sammeln oder auch auf der Stadtseite. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Seite auch noch nicht gefunden. Das war so der Punkt. Auf der Homepage der Stadt Augsburg steht da drin, wie man sich verhalten muss, wenn man halt eben, wie Sie gerade sagen, keine Kontakte haben soll, zu Hause bleiben soll, unter Quarantäne steht, aber dass man halt mit seinem Hausarzt sprechen soll, weil das ist natürlich derjenige oder diejenige, die als erstes mal auch für die Patienten zuständig ist. Und ich glaube, das ist einfach auch schwierig, da irgendwas zu sagen. Also auf jeden Fall für uns als Stadt, weil wir natürlich der Chef von unserem Gesundheitsamt ist Arzt, aber ich glaube, das ist halt alles auch sehr, sehr individuell. Aber wahrscheinlich wird es schon alleine helfen, nochmal größer zu sagen, dass man mit dem Arzt Kontakt aufnehmen soll, oder? Also ich habe jetzt auch ein paar Studien gelesen, dass zum Beispiel Gurgeln relativ gut helfen soll. Ich weiß, man will sich als Stadt da nicht festlegen, aber vielleicht kann man ja Tipps reinschreiben, woran man jetzt nicht als erstes denkt, weil da wäre ich jetzt nicht als erstes drauf gekommen, wenn ich einen Virus habe, dass ich dann zum Beispiel Gurgeln anfangen kann oder ich weiß nicht. Also so ein paar, eine Handlungsempfehlungsliste oder irgendwas, weil dass man sich isolieren soll und in die Quarantäne soll, ist einem ja alles klar, aber was mache ich denn, damit es mir besser geht? Also ja, der Hausarzt und der berät mich auch am Telefon dann und ich meine, ein Antibiotikum kann ich auch nicht bekommen, weil es ein Virus ist, nichts Bakterielles. Also irgendwie, ja, das ist so ein bisschen. Okay. Also bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil wir natürlich eine Stadt sind und keine Arztpraxis. Ich weiß. Und da geht es natürlich schon auch darum, dass dann jemand sich darauf verlässt, dass er gurgelt und dann kommt er mit einmal mit schwersten Symptomen ins Klinikum und sagt, naja, aber die Stadt hat doch gesagt, ich soll gurgeln. Also jetzt muss ich, genau, da geht es Haftung. Aber ja, okay. Ich denke mir nur, vielleicht könnte man die Mediziner vielleicht von Augsburg auch befragen, ob die mal so, kann ja jeder per E-Mail zusammenfassen, die Hausärzte alle, was sie so für Tipps haben. Dann werden die auch wieder entlastet, wenn wir eine Zusammenfassung online finden könnten, wo sich jeder einfach mal durchklickt. Dann muss auch nicht jeder Patient ständig den Arzt anrufen, was soll ich heute machen, ich kann nicht mehr richtig atmen oder ich habe gerade so da oder da weh. Also ich weiß nicht, vielleicht würde das helfen. Also wenn jemand nicht mehr richtig atmen soll, sollte er auf jeden Fall den Kurs tun. Nee, aber wenn er, ja, irgendwelche Tipps, also ja. Ich weiß selber nicht, was macht man dann so, genau. Okay, Frau Hammel.
Frage. Sie müssen vielleicht Ihr Mikro anstellen, kann das sein? Weil ich höre Sie nicht und ich sehe Sie gerade auch noch nicht. Frau Hammel? Nicht da. Dann fangen wir, machen wir vielleicht weiter mit Herrn Dombrowski als nächstes. Okay, ich denke nicht nur an das Verhalten, was soll man machen, um wieder gesund zu werden, sondern dadurch, dass schon beim ersten Lockdown so viel Angst verbreitet wurde, denke ich an die psychologischen Folgen. Viele Personen haben ja Angst davor, nicht nur, dass sie krank werden, sondern dass sie eventuell auch andere Leute, dass sie selber vielleicht nur angesteckt werden, dass sie andere Leute anstecken und so weiter und so fort. Diese psychologischen Ängste, diese eventuell auch Vereinsamung, diese Unsicherheit, die zu unterstützen, dass man da wieder positiver rauskommt, dass man das etwas angenehmer sieht, dass es nicht so schlimm ist. Das halte ich für auch einen ganz wichtigen Punkt, da diese Menschen nicht allein zu lassen mit ihren Ängsten und Nöten. Leider ist das durch Presse, Rundfunk, Fernsehen, Politik und so weiter sehr viel Angst geschürt worden. Tja, ob sinnvoll oder nicht, mache ich mal ein Fragezeichen hin. Was würden Sie sich dann, oder was ist Ihre Vorstellung, oder was würden Sie vorschlagen? Ein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass man in den Zeitungen oder auch, jetzt ist leider die Postwurfsendung schon irgendwie verteilt, schon gedruckt, dass man da auch hingeht und sagt, so, wohin kann ich mich wenden? Es gibt Telefonseelsorge, es gibt irgendwelche speziellen Einrichtungen, die auch telefonisch kontaktiert werden können, um irgendwelche Rathinweise mal zu sprechen mit irgendjemandem, um so und diese einfach mal sammeln und gucken, veröffentlichen, wo kann ich mich hinwenden, wenn es mir gerade ziemlich dreckig geht. Okay, dann überlegen wir einfach auch nochmal, wie wir das nochmal besser kommunizieren können, dass wir vielleicht auch nochmal mit der AZ beispielsweise sprechen, ob die jetzt auch über die Feiertage da auch nochmal vielleicht einen Hinweis starten, wo man sich hinwenden kann, wenn man eben entsprechend auch jemanden zum Reden und so weiter braucht. An der Stelle vielleicht auch nochmal auch die Bürger-Hotline der Stadt Augsburg wird über die Feiertage weiter besetzt sein und geschaltet sein. Also auch da kann man anrufen, wenn man Fragen hat und irgendwas wissen möchte. Jetzt hat als nächstes hat die Frau Hammel sich hoffentlich jetzt. Ich hoffe, dass mein Mikro jetzt an ist. Ja. Jetzt. Vorhin ist es mit sehr viel Zeitverzögerung passiert das hier leider. Aber gut, jetzt geht's. Das, was Herr Dombrowski gerade gesagt hat, das war in unserer Vorbesprechung ein wichtiges Anliegen, weil häufig für viele Menschen ist ja Weihnachten und die Weihnachtszeit schon auch eine kritische Zeit. Und wir befürchten einfach, oder ich auch im Besonderen, dass durch diese lange Corona-Zeit jetzt und diesen neuen Lockdown, das für viele Menschen noch kritischer werden wird. Und da war die Idee, weil Sie hatten vorhin das Freiwilligenzentrum erwähnt. Wir hatten uns so vorgestellt, dass es auch so eine Art Kontaktbörse auf der Homepage geben könnte. Und da war dann eben die Idee, das auch beim Freiwilligenzentrum anzusiedeln. Da habe ich nur auf der Homepage gesehen, dass die eben von Weihnachten bis Neujahr oder bis den 10. Januar zu haben. Also es gibt dann vielleicht auch nicht die üblichen Institutionen, die so etwas auffangen können, sind dann vielleicht auch nicht da. Also ich denke mal, die Telefonseelsorge wird sicher da sein, aber dass man vielleicht auch auf der Homepage so Kontakte ja, oder Hilfsangebote und Hilfsbedarf in so einer Art Kontaktbörse zusammenbringt. Das war uns noch wichtig. Genau, weil ein paar Angebote gibt es ja. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Thema Adventspost in Seniorenheim ist hier ins Leben gerufen worden. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, so Ratsch am Telefon, also wenn jemand Zeit hat, eben auch als
als Telefonsprech oder als Telefonansprechpartner zur Verfügung zu stehen, um einfach Menschen auch Abwechslung zu bieten. Das wird ja auch vom Freiwilligenzentrum organisiert. Aber das werden wir gerne auch nochmal in den nächsten Tagen ein bisschen größer publik machen, sodass sich dann auch alle, die Lust haben, sich daran zu beteiligen, dann auch die Dinge auch auf der Homepage gut finden. Weil manchmal muss man sich so zwei- oder dreimal durchklicken und das ist dann manchmal schon ein bisschen komplizierter. Jetzt habe ich als nächstes den Herrn Koch. Ja, wunderbar. Also ich finde diese psychologische Thematik auch wahnsinnig wichtig. Ich kriege es jetzt im Umfeld immer wieder mit, wenn man zum Beispiel in Quarantäne geschickt wird, weil man im Kindergarten ein Kind hatte, das mit einem positiv getesteten Kontakt hat. Und es sind schon viele mittlerweile, die tatsächlich auch betroffen sind, auch so mittelbar Eltern. Und da ist für mich die Frage, wenn man mit denen dann so ein bisschen Kontakt hat über die Tage hinweg, am Anfang denken sich alle, naja, geht schon noch, und dann fangen sie irgendwo an zu rechnen mit diesen 10 Tagen, wann man zum ersten Test kommt und wann man dann irgendwie aus der Quarantäne entlassen wird oder wenn man selber tatsächlich infiziert ist. Und ich glaube, das kann sich sehr schnell im Familienumfeld auch zuspitzen, wenn man zu Hause ist. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann man eben ganz konkret auch solche Situationen unterstützen, entschärfen, weil es geht ja nicht nur so aus, dass jeder nur genervt ist, sondern in manchen Fällen auch wirklich schon an die Nieren, mit welchen Zuständen auch immer zu Hause. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Gesundheitsamt eben mit der Geschichte, wenn sie jemanden in Quarantäne gibt und betreut, auch eine psychologische Nachsorge mit anbietet, vielleicht auch gleich Hilfestellungen mitgibt, wo man sich hinwenden kann, wenn einem einfach nach 5, 6, 7, 8 Tagen die Decke auf den Kopf fällt, wenn man aus welchen Gründen auch immer sich nicht mehr rauszieht, und dass man da gleich mit Ansprechpartner bekommt, vielleicht auch nachtelefoniert wird, speziell auch vom Gesundheitsamt, wie geht es Ihnen, wie kann man Sie da unterstützen, geht es bei Ihnen gut, passt es auch? Und das ist so der eine Aspekt, der, glaube ich, wichtig ist, wenn man das so von den Betroffenen miterlebt, die mit der Situation umgehen müssen. Zum anderen ist es natürlich auch gerade mit Blick auf Ältere, die sich jetzt über Monate hinweg schon nicht mehr raustrauen, wirklich bewusst auch Kontakte vermeiden, die vereinsamen, immer wichtiger, gerade auch jetzt mit Blick auf Weihnachten, zu sagen, wir bieten euch Unterstützung an. Die Frage ist, wie erreicht man die? Die haben kein Internet, die schauen ja wahrscheinlich den ganzen Tag fern. Jetzt muss man überlegen, wie kann man die an der Hand nehmen? Also da wäre so mein Wunsch, auch mit Blick auf unsere Gesellschaft als solches, wenn ich weiß, oh Mensch, meine Nachbarin habe ich jetzt schon ewig lang nicht mehr gesehen. Ich klingel jetzt halt einfach mal. Man kann ja auch da irgendwo sinnvoll durch die Tür sprechen und fragen, ob es noch gut geht, ob es passt, ob man ihr Hilfe anbieten kann, ob sie vielleicht auch eine Telefonnummer braucht, wenn dann irgendwo so im Gesprächsaustausch zur Sprache kommt. Naja, ich habe da irgendwie Angst, die Situation beängstigt mich, ich traue mich nicht mehr raus. Aber das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen bei uns für die Stadtgesellschaft ein größeres Thema, dass man einfach mal so sind, sich umschaut, Mensch, da habe ich Leute jetzt schon länger nicht mehr gesehen, da vielleicht macht es mal Sinn, einfach zu klingeln und zu hören, geht es Ihnen gut, passt alles, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das wäre da so für mich ein guter Ansatz, und da möchte ich auch den Corona-Beirat auffordern oder die jetzt zuschauen, einfach das so ein bisschen zu unterstützen. Ja, vielen Dank, Herr Koch. Vielleicht, ich halte es mal ganz kurz in die Kamera, man sieht es wahrscheinlich nicht besonders gut, nein, man sieht es überhaupt nicht gut. Das ist der Brief, den wir jetzt an die Haushalte verschickt haben. Da ist vorne drauf ein Anschreiben und hinten drauf ist zum einen der Hinweis, wo man eben die Informationen auch in anderen Sprachen bekommt. Und dann steht halt auch nochmal drauf, was man machen soll, wenn man infiziert ist. Also einfach auch nochmal für den Fall der Fälle. Aber es stehen zum Beispiel auch die Telefonnummern von der Bürgerhotline drauf. Und es steht zum Beispiel auch drauf, dieses Thema Augsburg hilft sich, also für den Nachbarn zum Einkaufen gehen. Oder auch mal bei der Gastro um die Ecke was zum Abholen oder Mitnehmen bestellen und so weiter, damit man halt auch während der ganzen schwierigen Zeit jetzt im Lockdown trotzdem eben als Stadtgesellschaft auch zusammenhält. Also da haben wir das auch schon mit aufgenommen, dass eben da die Augsburgerinnen und Augsburger auch nochmal ein bisschen sensibilisiert sind. Aber, Herr Koch, Sie haben recht, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir alle uns mehr auch nochmal darüber Gedanken machen, wo ist denn die Nachbarin, die schon über 80 ist, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wie geht es dir denn eigentlich? Oder dass man eben auch weiß, wenn jemand in Quarantäne ist aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, dass man einfach auch mal anruft
und mal fragt, wie es denen geht. Aber wir werden mal schauen, weil diejenigen, die ja auch in Quarantäne geschickt werden, bekommen ja auch ein Schreiben von uns als Gesundheitsbehörde. Und vielleicht kann man da unten auch nochmal so ein Passus aufnehmen, eben wo die Menschen sich auch hinwenden können, wenn ihnen wirklich die Decke auf den Kopf fällt. Da gibt es ja wirklich ganz viele Krisentelefone, angefangen eben von der Telefonseelsorge bis hin eben, wenn auch was leider auch passiert, eben auch Gewalt in der Familie passiert während so einer Lockdown-Zeit, wo man einfach auch nirgendwo anders hin kann. Da schauen wir mal, ob wir das auch nochmal proaktiver machen. Ich finde es halt schön, wenn es auch ein bisschen aktiver wäre, ne, in der Situation, auch vielleicht von der Stadt oder vom Gesundheitsamt aus. Ich weiß, das ist viel verlangt, gerade in der Situation, aber wenn man mal ein Kind bekommen hat, weiß man ja, da kommt dann ja auch mal nach einem Jahr jemand vorbei, schauen nach dem Rechten, ob das alles so vor Ort passt, ob die Umstände passen. Vielleicht ein einfaches Telefonat, so wie geht's Ihnen, haben Sie gerade irgendwie Nöte, Sorgen, so dieser aktive Impuls vielleicht nach 5 Tagen oder so, fänd ich einfach gut, weil so ein Schreiben als solches, wir wissen alle, was mit Schreiben passiert, das ist schnell irgendwo und wer es liest, wissen wir auch nicht so genau, aber so das Gefühl zu kriegen, da passt alles oder dieses aktive Hilfsangebot, das fände ich eben schön, ja. Muss ich vielleicht mal ganz kurz den Herrn Dr. Wiebmer fragen, den Chef von unserem Gesundheitsamt, weil ich glaube sogar, dass wenn Leute in Quarantäne geschickt werden, gibt es das, glaube ich, oder ist das nur bei den positiv Getesteten, wo man nochmal nach ein paar Tagen auch nachfragt? Herr Dr. Wiebmer, ich hoffe, Sie sind da. Ich bin da, ja. Also tatsächlich ist es so, die Kontaktpersonen werden regelmäßig angerufen von unseren Kontaktpersonenteams. Das heißt, da kommt immer ein Gespräch zustande und dann kann auch eine entsprechende Beratung stattfinden. Bei den Indexpersonen, die werden auch kontaktiert, im Idealfall auch telefonisch. Das ist immer ein bisschen schwieriger, weil uns da die ganzen Kontaktdaten noch nicht so schnell vorliegen wie bei den Kontaktpersonen, die uns ja dadurch bekannt gemacht werden, dass uns die Kontaktdaten bekannt gemacht werden. Eben bei den Indexpersonen müssen wir die erstmal ermitteln, sodass da oft dann die Zeit der Quarantäne schon oftmals abgelaufen ist, bis man da mal richtig ins Gespräch kommt. Aber spätestens am Schluss kommt man ins Gespräch, weil dann auch die Symptome eben abgefragt werden. Auf die Weise ist man da schon meistens im Gespräch, sofern nicht von Seiten der entsprechenden Person irgendwie der Kontakt versucht wird zu verhindern, was ja leider auch teilweise der Fall ist. Dr. Wiebmer, gibt es die Möglichkeit, dass bei diesen Anrufen auch bei denjenigen, die in Quarantäne geschickt werden, dass man da auch nochmal auf diese ganzen Hilfsangebote, die es ja gibt, dass man da auch nochmal drauf verweist, also dass auch unsere Kontaktpersonen, Nachverfolgerteams da auch nochmal sagen können, wenn sie übrigens weiteren Gesprächsbedarf haben, wenn ihnen die Decke auf den Kopf fällt, da gibt es das und das Angebot? Genau, wir haben da verschiedene Angebote, auch in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, das uns auch immer speziell für Kinder da auf die Angebote hinweist, die wir dann auch entsprechend weiterreichen und weiterschicken. Gerade auch bei Thema häusliche Gewalt, Kindeswohlgefährdung und so weiter. Das ist ja doch ein Thema, das uns bewegt als Stadt. Und da haben wir ausreichende Informationen, die wir da immer vom Jugendamt vor allem bekommen, freundlicherweise. Okay, vielen Dank, Herr Dr. Wiebmer. Herr Koch, war das das, was Sie meinten, oder? Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich finde es super. Wie gesagt, ich glaube, der etwas anderer Ansatz ist von mir, nicht nur Informationen hinterher schicken, so, sondern ein bisschen reinhören, ne, in die Situation, dass man, ich weiß, das ist schwer, das ist auch viel verlangt. Wenn ich jetzt angerufen werde vom Gesundheitsamt, würde ich auch sagen, nee, alles in bester Ordnung, aber vielleicht schaut die Welt dann ganz anders aus. Das ist so irgendwie, glaube ich, ein schwieriges Feld und da muss man sehr sensibel sein, aber wichtig ist, glaube ich, dass man mal was tut und dass sonst, wenn die Sozialstrukturen drumherum passen, dass es einfach Möglichkeiten gibt, da entsprechend mit zu unterstützen. Gut, ja. Dann habe ich als nächstes die Frau Kuhn, die das letzte Mal krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, aber die jetzt das Wort hat. Ja, genau, ich war letztes Mal erkältet. Ich finde das mit den Hilfsangeboten sehr gut, denn zusätzlich zu Winterdepressionen, die ja sehr häufig auftreten, auch in den Krisen mit Wirtschaftsangst und mit Krankheitsangst und vielen anderen Ängsten verbunden oder auch Angst,
wenn man sich mit den Angehörigen oder, ich weiß nicht, Freunden nicht wirklich anvertrauen kann, in der Angst, weiteren Angst, eben nicht verstanden zu werden oder dass die Sorgen nicht wichtig oder wahrgenommen werden, finde ich diese ganzen Ideenvorschläge sehr gut. Wenn es schon mal im Schreiben mit eingefügt werden kann, wäre das super. Und wenn natürlich das Gesundheitsamt dann noch zusätzlich abfragen würde, wäre das natürlich doppelt. Und dass man einfach vielleicht auch ein bisschen mehr aktiver Werbung auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln schalten könnte, dass man eben die Telefonnummern einblendet, dass einfach mehr Präsenz da ist, was diese Angebote angeht. Und dann habe ich noch die Frau Russo hat ja eben auch vorgeschlagen, dass man irgendwie, ja, dass man eine Handout oder irgendwas, wie man sich nicht verhalten soll, aber was man ernährungstechnisch oder was einen unterstützen könnte, wenn man positiv getestet ist. Ich habe da auch so eine ähnliche Idee gehabt, und zwar, dass man ein lokales Forum für Ärzte einrichtet, und zwar lokale Ärzte im Raum Augsburg, also von verschiedenen Fachrichtungen, die vielleicht dann auch über ihre Erfahrungen berichten, das in drei Blöcke aufteilen, also Vorbeugung, was am besten zur Vorbeugung gilt, klar, gesunde Ernährung, Ernährungspyramide und so weiter, aber wenn es einfach schon mal so alles geschrieben dasteht, dass man das jeder auch wirklich so bildlich vor sich hat, dann die Behandlung, also ja, welche Vitamine oder Nahrung oder ja, zum Beispiel bei Mandelentzündung wird ja eher kalte und weiche Nahrung empfohlen und bei Erkältungen oder Grippe eher warm, Suppe und Tee, dass man das halt ein bisschen so differenzieren kann, mit was tue ich was Gutes meinem Körper, was ist eher schädlich oder kontraproduktiv und zur Nachbehandlung, also was stärkt und regeneriert nach einer Krankheit, zum Beispiel auch während der Krankheit schon, wenn man zum Beispiel keinen Geruchsverlust hat, Aromatherapien zur ja, seelischen, wie soll ich sagen, ja, Beruhigung oder, genau, was habe ich da noch? Meditation, Akupressur, dass jeder sich selbst auch seelisch ein bisschen ja, runterbringen kann. Weil ich denke, wenn die geistige Verfassung beruhigt ist, dann kann der Körper auch viel schneller sich auf die Regeneration von der Krankheit oder dass der Körper nach einer Krankheit sich schneller aufbaut. Also genau, das wäre so mein Vorschlag. Vielleicht kann da der Herr Dr. Wiebmer ganz kurz was sagen. Gibt es da irgendwie zum einen so ein Forum von Ärzten oder gibt es irgendwelche so Handlungshinweise, was die Frau Kuhn gerade gesagt hat? Gibt es sowas? Also in Augsburg ist mir sowas jetzt nicht bekannt. Was wir ja erfreulicherweise haben, ist ja die Fieberpraxis zur Behandlung der Corona-Infizierten, nachdem wir ja bei der ersten Welle die Erfahrung gemacht hatten, dass die Behandlung, die Versorgung da nicht sichergestellt ist durch die Hausärzte, die natürlich auch möglichst keinen Kontakt haben wollten mit Corona-Infizierten, vor allem nicht in der eigenen Praxis. Insofern ist da die tatsächliche Behandlung ambulant jetzt deutlich besser geworden und auch sichergestellt und auch die Hausärzte bringen sich da jetzt auch deutlich besser ein, muss man sagen. Also das ist sehr erfreulich. Was man dazu Verhaltenstipps und so weiter aktuell sagen kann, wissenschaftliche Grundlage gibt es dafür natürlich, die wir gewohnt sind, nicht, weil einfach die Erkrankung viel zu kurz erst bekannt ist. Und wenn Sie sich erinnern, wie das denn so bei der Grippe gehandhabt wird, und es ist ja, oder beim grippalen Infekt, und Corona ist ja bei einem milden Verlauf tatsächlich vergleichbar mit so einem grippalen Infekt. Da ist ja der Spruch, den es da gibt, dass der grippale Infekt ohne Behandlung eine ganze Woche dauert und mit Behandlung nur 7 Tage. Und ich glaube, Den darf man da nicht vergessen, den Spruch. Der gilt wahrscheinlich auch für Corona. Man kann es mit den Mitteln, die wir derzeit kennen, wahrscheinlich nicht beeinflussen, ob der Verlauf am Schluss schwer wird oder nicht. Ganz wichtig ist eben, dass man rechtzeitig erkennt, wenn der Verlauf schwer werden könnte. Also sprich, wenn Atemnotsymptome oder hohes Fieber auftritt, dann umgehend mit dem Arzt Kontakt aufnimmt und dann möglichst schnell darüber nachdenkt, ob auch eine Krankenhausbehandlung erforderlich ist. Das ist das, was tatsächlich erforderlich ist bei der Behandlung von in leichten Fällen. Heißt Frau Kühn.
Ich habe die Frau Kuhn leider immer, die Frau Kühn leider immer als Frau Kuhn bezeichnet. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass das so eingeblendet ist. Sie heißt Kühn. Kühn, Kühn, Kühn. Entschuldigung, Frau Kühn. Jetzt, als nächstes habe ich den Herrn Hübel. Ja, ich möchte nochmal auf die Hilfsangebote zurückkommen. Da hatten wir ja nochmal, also wie soll ich sagen, wir befinden uns ja das zweite Mal im Lockdown, sind da leider alle schon etwas erprobt. Und im Frühjahr gab es ja sehr viele tolle Angebote, die, glaube ich, dann jetzt während des Sommers entweder eingeschlafen sind oder eingestampft oder man hat sie vergessen. Und deswegen war auch uns der Multiplikatoreffekt da wichtig, dass jeder nochmal guckt, was gab es denn im Frühjahr, was hat uns da schon geholfen? Und dass man dann vielleicht noch die Website Augsburg hilft, noch etwas aufmotzt, sage ich mal. Da sind zwar ein paar Links, ja, lokale Betriebe unterstützen Nachbarschaftshilfe, aber ich glaube, jeder kennt vielleicht noch irgendwas, was auch gut funktioniert hat, dass man da vielleicht nochmal jeder das auch nach außen trägt und vielleicht, wenn auch hier, sage ich mal, noch bei den Zuhörern dann auch noch interessante Angebote sind, dass wir das vielleicht nochmal sammeln und vergrößern, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt auch der situationsbedingt, ja, das war jetzt im Sommer alles nicht so das Thema, aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr und viel Schöneres und Bunteres, was man vielleicht noch nicht kennt. Ja, wir hatten letztes Mal ein paar Links ausgetauscht. Ich glaube, da gibt es sowohl noch Sammlungsbedarf als auch Multiplikationseffekte, die man da machen könnte, dass die Hilfsangebote untereinander besser klar sind. Was gibt es überhaupt? Ne? Sei es Einkaufshilfe oder was auch immer. Ja. Okay, das ist ein guter Hinweis. Also bedeutet, all diejenigen, die noch Ideen haben und irgendwas kennen, irgendwelche Initiativen kennen und so weiter, bitte gerne an uns, an die Stadtverwaltung, entweder jetzt gleich in den Chat schreiben oder dann gerne auch im Nachgang uns eine E-Mail schreiben. Ich weiß noch, im Frühjahr, da war ja eines der großen Dinge, dass wir ja keine Masken hatten. Das war ja damals der absolute Engpass. Und da haben ja dann ganz, ganz, ganz viele Augsburgerinnen und Augsburger sich hingesetzt und ja Community-Masken genäht, unter anderem eben auch für Altenhilfeeinrichtungen und für Risikopatienten. Und das ist ja zum Glück jetzt im Herbst eben nicht so. Es gibt ausreichend Masken, auch FFP2-Masken gibt es genügend. Aber wie gesagt, es gibt vielleicht ganz andere Dinge, die notwendig sind, wo man sich gegenseitig helfen kann. Dann habe ich als nächstes den Jonas Wiedemann. Ja, hallo, guten Abend. Ich finde es zunächst mal ganz wichtig eigentlich, dass wir auch darüber reden, welche Menschen sind denn gerade in Schwierigkeiten, welche Menschen haben gerade Probleme. Und ich denke da auch ganz besonders an die Menschen, die vielleicht in finanzieller Not sind und auch in finanzielle Not geraten sind oder auch Menschen, die vielleicht vorher schon sehr schwierig hatten, zum Beispiel Obdachlose. Und da gibt es ein sehr schönes Konzept, das kommt aus den USA und es gibt schon länger und wird auch schon in Deutschland angewandt. Und das nennt sich aufgeschobener Kaffee oder auf Englisch Suspended Coffee. Und da geht es eben darum, dass Bäckereien, Cafés oder auch Restaurants, wo man Dinge vielleicht mitnehmen kann, da können Kunden dann zum Beispiel zwei Kaffees bestellen und bekommen aber nur einen und können den anderen Kaffee dann spenden. Das wird dann notiert von der Bäckerei-Fachverkäuferin und sichtbar an irgendeine Tafel geschrieben zum Beispiel. Und bedürftige Menschen können da dann in diese Läden gehen und dann diesen Kaffee dann kaufen, der dann von anderen Leuten bezahlt wurde. Und ich habe mir da vielleicht vorgestellt, dass die Stadt Augsburg da vielleicht so Aufkleber auch gestaltet, so wie das bei diversen anderen Aktionen auch schon getan wurde, und den an Bäckereien vergibt, die eben an diesem Konzept oder an dieser Aktion mitmachen und das auch vielleicht nochmal bewirbt, dass vielleicht die Cafés, Bäckereien etc. An den Aktionen teilnehmen. Und ich finde es eine schöne Sache, weil jetzt gerade, glaube ich, viele Menschen sehr stark auch in finanzieller Not sind. Und vielleicht kann man ja sowas überlegen, dass die Stadt sowas fördert und dann auch sowas zur Verfügung stellt. Genau. Eine schöne Idee. Können wir mal in die Wege leiten, dass wir das mal versuchen, mit den Bäckereien, die es in Augsburg gibt, da mal zu sprechen, ob die sich sowas vorstellen könnten, das umzusetzen. Haben wir aufgeschrieben. Frau Swoboda.
Also mir wäre bei der psychologischen Unterstützung und Hilfe für die Mitmenschen vielleicht auch der Gedanke, dass man die Kirchen einfach da auch mehr mit ins Boot nimmt. Also jede Kirchen. Wir haben ja mehr wie katholisch und evangelisch in Augsburg. Und dass alle da, die kennen auch ganz viele in sich, bei sich selber, die eben Hilfe brauchen. Dass man die vielleicht mit mehr ins Boot nimmt, auch mit auf die Seiten verlinkt, wo sie sich bei den Kirchen entsprechend hinwenden können. Die haben ja auch wahrscheinlich eher noch Kontakt zu älteren Personen, die eben vielleicht nicht unbedingt ihr Internet haben oder sich vielleicht die Augsburger nicht leisten können, dass sie sich die Zeitung an sich nicht haben. Die haben ja dann auch so Hefte, was weiß ich, katholische Zeitung, evangelische Zeitung gibt es mit Sicherheit bei anderen Sachen auch, die kostenlos sind, wo man dann solche Sachen einfach auch mit ja, bewerben, klingt heftig für soziale Einrichtungen, aber im Endeffekt ja dafür Werbung macht, dass es eben verschiedene Angebote gibt und ja, weil die Kirchen einfach mit ins Boot holt bei uns in Augsburg. Das wäre eigentlich mein Vorschlag. Okay, werden wir auch nochmal versuchen, den Kontakt aufzunehmen. Und das nochmal zu hinterlegen, dass die da vielleicht, die haben ja, glaube ich, auch immer so ihre Pfarrbriefe und so weiter. Vielleicht kann man es da ja auch nochmal machen. Ich glaube, die werden ja auch kostenlos verteilt, dass man es da vielleicht auch nochmal versucht einzuspeisen. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Frau Kalcher. Ich dachte jetzt ehrlich, ich komme etwas später dran. Also wenn noch jemand da dazu was sagen möchte, weil ich hatte auch noch ein Anliegen sozusagen so, in Anführungsstrichen psychologische Maßnahme, ja. Ja, aber Sie dürfen, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall erstmal zu diesem Themenblock ansonsten keine Wortmeldungen mehr. Okay. Also ich persönlich, ich habe ein großes Anliegen und ich weiß, das ist immer wieder ein ganz heikles Diskussionsthema. Es geht mir um das Thema Maskenpflicht und ich bin da jetzt gerne in Augsburg die Böse, aber ich würde das gerne ansprechen. Wir haben es auch in der Vorbesprechung schon thematisiert. Ich persönlich wohne in Hauenstetten, angrenzend natürlich zu Königsbrunn. Und in Hauenstetten, sprich Stadt Augsburg, gibt es eine Maskenpflicht an Parkplätzen beim Einkaufen und die gibt es aktuell in Königsbrunn eben nicht. Das bedeutet, ich kann bei mir an der Grenze zum Edeka gehen, muss eine Maske aufsetzen und 500 Meter weiter in Königsbrunn, die Leute, die zum Einkaufen gehen, die haben eben keine Maske auf. Unter anderem glaube ich, ich weiß es nicht, vielleicht lässt es sich ja oder gerade im Rahmen jetzt des Lockdowns, vielleicht sollte man anstelle einen Flickenteppich zu knüpfen, vielleicht über ein allgemeines Maskengebot in Augsburg nachdenken. Ich persönlich habe keine Ahnung auswendig, an welchen Straßen, in welchen Ecken ich eine Maske aufsetzen soll. Ich denke, dass keine Missverständnisse entstehen, wäre vielleicht, um da einfach so schlimm, wie es ist, und ich bin kein Maskengegner und ich bin auch kein Maskenfreund, aber ich denke, wenn man sich die heutigen Zahlen anschaut, es steigt ja wieder an, bleibt vielleicht jetzt im Endeffekt gar keine andere Möglichkeit mehr, dass eben für alle klar ist, wenn ich mein Auto verlasse und ich mich in der Öffentlichkeit bewege, dann muss ich eine Maske aufsetzen und wenn ich in irgendwelche Innenräume gehe oder wieder nach Hause oder ins Auto, dann setze ich sie wieder ab. Und unter anderem, ich finde, das ist auch so ein bisschen was, was mit gemeinsam zu tun hat. Wir haben sehr, also angrenzende Städte, wie gesagt, Königsbrunn, Stadtbergen, Gesthofen und so weiter, würde ich persönlich gerne auch die Bürgermeister dieser Städte auffordern, sich vielleicht auch ein bisschen den Maßnahmen oder solchen Maßnahmen der Stadt Augsburg anzupassen oder zumindest mal ernsthaft drüber nachzudenken. Genau. Dann hätte ich dazu noch einen zweiten Punkt. Es geht mir auch so ein bisschen darum, wir sollen unsere Risikogruppen schützen, gerade die älteren Leute. Und da war auch in der Vorbesprechung eben ein Thema, wie sieht es denn aus mit Einkaufszeiten? Also ich bin da natürlich kein Freund davon, dass man jetzt hier Einkaufszeiten und Regelungen festlegt, wer jetzt wann in Zukunft zum Einkaufen gehen darf. Aber vielleicht kann man ja noch mal auch wieder über öffentliche Medien etc. die Leute ein bisschen sensibilisieren, ob es denn wirklich sein muss, wenn ich 70 Jahre alt bin, dass ich jeden Tag, weil ich das schon 30 Jahre in meinem Leben mache, dann zum Einkaufen gehe, wenn die Berufstätigen kommen. Also vielleicht, dass man die Leute ein bisschen animiert und sensibilisiert, gerade die Risikogruppen, sich doch ihren alten Gewohnheiten ein bisschen abzuwenden und vielleicht zu Uhrzeiten einkaufen gehen, wo nicht die Berufstätigen dringend noch was brauchen am Abend und so weiter. Also, dass man das nochmal vielleicht ein bisschen
ja, thematisiert, um nochmal alle darauf aufmerksam zu machen und das vielleicht in das Bewusstsein auch der Mitbürger sozusagen ein bisschen einpflanzt, dass ja, die ja sehr gefährdet sind und dadurch andere wieder in Gefahr bringen und so weiter. Das habe ich jetzt auch schon des Öfteren eben Familien, Freundeskreis und so, das fällt halt schon auf stellenweise, dass auch die Älteren oder Risikogruppen sich auch gerne zu den Hauptzeiten natürlich gern aus dem Haus bewegen. Man hat Kontakt, ich verstehe das alles, aber vielleicht kann man da noch mal ein bisschen was machen. Genau. Jetzt fange ich vielleicht mal ganz kurz hinten an, weil das ist das Einfachere. Ja, können wir gerne machen, dass wir da noch mal kommunizieren, aber andersrum auch, dass halt auch diejenigen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, dann aber halt auch, was weiß ich, nicht am Vormittag einkaufen gehen sollten. Also ich glaube, da muss man beidseitig kommunizieren, wenn man das macht. Zum Thema Maskenpflicht. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, gilt dieses Thema Maskenpflicht auf Parkplätzen vor Einzelhandelsgeschäften bayernweit. Also deswegen, das kann meines Erachtens nicht, also oder kann sein, dass man sich nicht dran hält, aber die Geltungsregelung ist die gleiche. Was natürlich bei uns in Augsburg schon exzessiver geregelt ist, ist das, dass halt eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen in der Stadt gelten, also in der Innenstadt oder in den hochfrequentierten Bereichen auch in den Stadtteilen. Und da haben wir lange drüber diskutiert, ob wir das für die gesamte Stadt machen sollen oder nicht. Einfach weil, wenn wir es in der gesamten Stadt machen, ist es ja viel einfacher. Also dann hat man es einfach überall auf und muss sich nicht erkundigen. Aber das hat beispielsweise die Stadt Düsseldorf gemacht und das ist vom Gericht kassiert worden, weil sie gesagt haben, das ist nicht verhältnismäßig, sondern man, das würde ja, also wenn man machen würde, man macht es im gesamten Stadtgebiet, dann würde das auch bedeuten, an der Wertach, am Lech, im Siebentischwald und da, wo man spazieren geht oder joggen geht oder so. Und das wäre, glaube ich, für die allermeisten nicht nachvollziehbar, warum, wenn man an der frischen Luft ist und eigentlich spazieren geht und eigentlich niemanden auch trifft. Weil es geht ja immer darum, dass man Masken anziehen soll, wenn man eben den Abstand von 1,5 Metern auch nicht einhalten kann. Warum man das dann machen muss, wenn man weit und breit keine andere Menschenseele sieht. Also das vielleicht bloß zur Erläuterung, dass wir uns das durchaus überlegt hatten, das so zu tun. Aber von dem gesamten, auch rechtlichen, von den rechtlichen Rahmenbedingungen, ist einfach wahnsinnig schwierig ist, das so zu machen. Das befriedigt Sie jetzt nicht wirklich, gell? Die Antwort. Ja, also um Gottes Willen, mich persönlich stört es jetzt nicht so sehr, aber ich denke halt immer so ein bisschen, alles ist zu schlimm und die Zahlen steigen und so und das hört sich jetzt blöd an, aber dann mache ich halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes jetzt einen Deckel drauf. Also, dass man jetzt irgendwas macht, damit diese Sache jetzt einfach mal schnell vorbeigeht. Ja. Da würde sich ja auch der Lockdown jetzt super anbieten, weil die Leute ja nicht so viel in der Stadt unterwegs sind und gezwungen sind da oder zum Shoppen gehen und so weiter. Gerade das auch vielleicht mal als Test, wie sieht es aus nach dem Lockdown? Hat es wirklich was gebracht, dass alle eine Maske getragen haben im öffentlichen Raum und so weiter? Also, nicht, dass ich ein Maskenfan bin, aber wie gesagt, es wäre vielleicht auch mal sinnvoll, das auszutesten, war jetzt von meiner Seite, aber wenn es natürlich rechtlich nicht möglich ist, war es einfach ein gut gemeinter Vorschlag. Ja, der war wirklich, ist wirklich gut gemeint, weil wie gesagt, also bei uns, unsere Ordnungsbehörde beispielsweise, die wäre ein großer Fan davon, wenn es einfach überall gelten würde, dann wäre es nämlich einfach eine klare Regelung. Und so ist es so, dass natürlich immer irgendeine Grenze gibt zu, die eine Straße ist noch Maskenpflicht, die andere nicht mehr. Und man muss als Bürger schon auch informiert sein, wo es denn jetzt gilt und wo man auch ohne laufen darf. Also für den Vollzug wäre es viel, viel einfacher, aber wie gesagt, also in Düsseldorf, die hatten das gemacht und da hat das Verwaltungsgericht gesagt, nö, ist nicht. Dann der Herr Dombrowski hat sich als nächstes gemeldet. Zur Maskenpflicht. Ich denke auch an die Menschen, die Augsburg besuchen. Die wissen nicht, in welchen Straßen was ist, weil diese Hinweisschilder, ich merke es bei mir, wo ich wohne, da sind schon sehr viele Hinweisschilder, ob eine Maskenpflicht ist, ja oder nein. Die liegen auf dem Boden, klemmen irgendwo anders, nur nicht da, wo sie klemmen sollen. Ich fände es wesentlich besser, wenn die Ordnungskräfte und Polizeibeamten mit so einer Tüte von Masken bewaffnet sind. Und wenn sie jemanden sehen, der eben keine Maske trägt, dem einfach eine schenken, bitte trag eine Maske und dann ist alles wieder gut, anstatt 150 oder so Euro Strafe zu kassieren. Das halte ich also für nicht förderlich. Ich halte das so für förderlicher, wenn die Ordnungskräfte dann sagen, hier hast du eine, eventuell sogar noch eine zweite Maske. Es kann ja auch mal sein, dass mir beim
plötzlich geht die Maske kaputt und ich habe keine Ersatzmaske. Was mache ich denn dann? So, da gibt es eben so, deswegen fände ich es wesentlich angenehmer, wenn die Ordnungskräfte einfach nur ein Packerl Masken haben. Die gibt es zu 50 Stück, relativ preiswert. Und dann eben an die Personen verteilen, die eben keine Maske haben. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mit dem Frank Pinsch fragen, der, glaube ich, mit in der Schalte ist. Vielleicht kann der mal sagen, wie die Ordnungskräfte dann grundsätzlich umgehen, wenn jemand keine Maske trägt. Weil soweit ich weiß, ist es schon auch durchaus so, dass man erstmal freundlich darauf hingewiesen wird und nicht jetzt per se sofort. Ja, guten Abend zusammen. Frau Oberbürgermeisterin Wefer, lieber Dombowski, sage ich gerne was dazu. Ordnungsrecht ist immer Einzelfallrecht. Man muss immer auf eine Situation gucken. Wir haben sicherlich ganz zu Anfang der zweiten Welle geht es viel um Sensibilisierung. Ja, wir gehen nicht durch die Stadt und vergeben Bußgelder des Bußgelds wegen. Diesen Bereich der Sensibilisierung, muss man aber auch so deutlich sagen, haben wir weitestgehend verlassen. Weil wer es bis jetzt nicht begriffen hat, der begreift es auch nicht mehr oder will es nicht begreifen. Und deswegen gehen wir auch in Abstimmung mit der Polizei und der Sicherheitswacht schon zu einem relativ klaren Vollzug um. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es ist ein Unterschied, ob jemand auf einem Rad zum Beispiel durch die Innenstadt fährt, dann kurz absteigt und zu einem Radständer schiebt und da noch keine Maske trägt, weil er es beim Radfahren nicht haben muss, die dann aber aufzieht. Wenn wir sowas sehen, machen wir natürlich nichts, weil diese 2 Meter laufen unkompliziert sind. Aber wenn wir halt schon beobachten, dass zum Beispiel dieses Rauchen in der Innenstadt instrumentalisiert wird, um die Maske nicht tragen zu müssen, oder alibimäßig eine Bierflasche mitgetragen wird, das beobachten wir alles, dann sind wir schon auch inzwischen übergegangen, hier einen relativ starken und strengen Vollzug zu machen. Das ist nicht immer wahnsinnig sympathisch, aber es ist unbedingt erforderlich. Ich will an der Stelle auch einmal sagen, da muss einfach im Moment der Ordnungsdienst und die Polizei auch sehr viel Kritik aushalten. Uns erreichen auch zahlreiche E-Mails von Beschwerdeführern, die sagen, jetzt bin ich da erwischt worden, das kann ja wohl nicht sein. Aber ich bin schon der Meinung, bei den Zahlen, die wir jetzt seit einigen Wochen beobachten, und das haben Sie ja auch zum Ausdruck gebracht, gehen wir auf einen relativ starken Vollzug inzwischen über. Wir haben auch die Kräfte des Ordnungsdienstes nahezu verdoppelt inzwischen. Nicht, weil wir sozusagen eine strenge Law-and-Order-Politik in Augsburg immer schon mal haben wollten, sondern weil es schlicht und ergreifend im Moment so notwendig ist, um den Schutz der Gesundheit deutlich aufrechtzuerhalten in Augsburg. Und deswegen kann ich so einfach Ihr Argument da schon so stützen. Man muss aber auch eines sagen, wir sind eine Großstadt mit 300.000 Leuten. Ich habe letzten Endes jetzt 40 Personen im Ordnungsdienst im Einsatz. Damit können Sie sich ausrechnen, das kann immer nur stichprobenartig sein. Das kann auch nur schwerpunktmäßig in bestimmten Bereichen der Stadt sein. Und wir müssen da auch Schwerpunktsätze setzen. Vorhin ist zum Beispiel auch das Thema Gewerbe gebracht worden, Einzelhandel. Da setzen wir zum Beispiel den Schwerpunkt, weil da tatsächlich die Ballungen auch zu beobachten sind. Und diese Zusammenführung müssen wir es einfach dann bringen. Genau. Soweit mal von mir. Danke, Frank. Das ist also insofern, Herr Dombrowski, da hat es schon immer auch eine freundliche Ansprache gegeben. Aber wie gesagt, es gibt manche auch einfach, die wollen einfach auch nicht. Das verstehen. Die Frau Russo hat sich gemeldet. Ja, danke. Zu dem Thema Maskenpflicht wollte ich eigentlich nur anknüpfen. Ich glaube, weil Frau Kalcher jetzt auch betont hat, sie ist kein Fan von Masken. Ich glaube, es geht ihr auch vor allem um Konsequenz. Also ich glaube, ein Problem, was die meisten Menschen jetzt langsam haben, ist, dass Corona seit März wütet und wir haben in der Politik langsam, sehen wir keine konsequenten Handlungen mehr, weil es sich alle 2 Wochen irgendwas ändert. Klar, es ist schwierig, aber und das betrifft eben auch die Maskenpflicht in der Innenstadt. In der Zone gilt es, da gilt es nicht. Man kann irgendwelche Lücken immer nutzen oder man findet immer irgendwelche Lücken. Gleichzeitig frage ich mich auch, also heute wurde bei mir Strom und Elektrizität von den Stadtwerken geprüft. Ich habe gefragt, ob die 2 Herren einen Corona-Test gemacht haben. Nein, sie sind in jedes Haus reingegangen, also in alle Wohnungen. Ganz ehrlich, alle Menschen sind im Lockdown. Aber die Leute gehen einfach dann trotzdem, also es ist einfach dieses, es ist schwierig, Regeln zu finden, aber diese verschiedenen Fälle, die sich immer widersprechen. Ich habe auch gehört, dass RKI-Mitarbeiter, die jetzt für die Impfung anstehen, beispielsweise auch keine Corona-Tests vorher machen, bevor sie die Leute impfen. Also wenn man aus dem Bekanntenkreis solche Informationen mitbekommt oder bei Pflegeheimen darf der Test 3 Tage alt sein. Es geht einfach mal darum,
jetzt irgendwie, glaube ich, konsequent irgendwas umzusetzen. Und ich glaube, das hat auch Frau Kalcher eben gemeint mit dieser Maskenpflicht. Also entweder ganz oder gar nicht. Aber es ist einfach einfacher, sich für die Leute auch dran zu halten, wenn man weiß, woran man ist und woran man steht. Und zum Beispiel, was mich, also bei dem Thema Maske kann ich nur sagen, in einem anderen europäischen Land war es zum Beispiel so, dass da, wo einfach viele Menschenansammlungen sind, da trägt man eine Maske. Also für mich macht es eben auch keinen Sinn, die zu tragen, wenn ich alleine irgendwo im Freien laufe, da ist frische Luft, warum sollte ich sie tragen? Da verstehe ich schon auch, dass es schwierig ist, dann eine Maskenpflicht komplett durchzusetzen. Aber dann muss ich wieder bei dem Punkt Aufklärung anknüpfen und die Leute und an den gesunden Menschenverstand appellieren, dass ich einfach, da will ich mich ja selber vor Covid schützen, dass ich die Maske anziehe, wenn 5 Leute um mich rum sind und ich keinen Abstand halten kann. Also dann brauche ich auch keine Zonen. Also wir brauchen entweder komplette Verbote, Gebote oder mehr Aufklärung wie in Schweden. Also irgendwie, sonst, ich habe jetzt letztens selbst wieder erlebt, ab 9 Uhr ist jetzt Lockdown, die Autos, ich wäre fast umgefahren worden von dem Auto, weil er vor 9 Uhr wahrscheinlich noch nach Hause kommen wollte. Also nicht nur ein Auto, 3 Autos. es ist einfach, die Leute werden immer gereizter, auch das Masken, es geht nicht um die Maske an sich, es geht darum, dass die Regel sich ständig ändert und das ist das Schwierige. Also ich glaube, ja, das wollte ich nur dazu noch anknüpfen. Da gebe ich Ihnen recht. Also es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie vor Ort hier in Augsburg deswegen machen, dass die Regeln sich ändern, weil wir das so schön finden, dass Regeln sich ändern, sondern weil halt natürlich auch die Vorgaben sich verschieben. Und wie ich es gerade gesagt habe, Maskenpflicht, ja klar, es wäre viel, viel einfacher, wenn man es in der gesamten Stadt einfach verordnen könnte. Aber wir haben einfach auch das Grundgesetz. Und es geht immer um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Es ist immer eine Frage, eben, ob eine Maßnahme verhältnismäßig ist, ja oder nein. Und bei uns in Deutschland ist es nun mal so, dass auch alles geregelt sein muss. Wir müssen eine Allgemeinverfügung erlassen, wo eben genau geregelt ist, wo in welchem Gebiet Masken getragen werden und wo nicht. Und im Endeffekt haben wir ja genau das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich da, wo viele Menschen auf einem Fleck sind, da muss Maske getragen werden. Das haben wir ja genauso auch in der Allgemeinverfügung ja auch umgesetzt. Und im Übrigen kann auch jeder ja selber für sich entscheiden, die Maske auch permanent zu tragen. Aber was stimmt, und das kriegen wir auch hier mit, beziehungsweise mit, dass es natürlich auch immer eine Frage ist, wenn Regeln sich auch dauernd ändern, dass halt natürlich das auch eine Frage der Akzeptanz ist. Also auch die Frage, wie geht man denn damit um, dass permanent auch die Gesamtumstände sich verändern. Und ich glaube, das ist momentan auch die große, die große Krux an der ganzen Sache. Also RKI-Mitarbeiter impfen nicht. Also bloß mal das auch zur Information. Ich weiß nicht, woher diese Information kommt. Also Leute, die beim Robert-Koch-Institut arbeiten, werden nicht irgendwo zum Impfen eingesetzt. Nicht RKI, Entschuldigung, Deutsches so. Rotes Kreuz meinte ich, DRK. Ah, anders. Okay, aber also wir in Augsburg machen das, also wir haben ja die Bäuerle-Ambulanz, die ja mit uns auch das Testzentrum schon betreibt, mit denen wir auch das Impfzentrum machen. Genau, also das vielleicht auch bloß zur Information noch dazu. Herr Koch ist als nächstes dran. Ja, ich wollte auch noch kurz zur Maskenpflicht noch mal was sagen. Also ich glaube, die Situation ist ja so, dass keiner wirklich Lust hat auf Maske. Jetzt ist es umgekehrt natürlich so, dass sich die meisten an die Regeln halten. Und mich persönlich ärgert es dann schon, wenn ich meinem Kind oder wie auch immer eine Maske aufzwinge und ich mich da auch damit dann rumärger in Anführungszeichen und andere halten sich nicht dran und gehen mit den Regeln anders um. Deswegen finde ich schon wichtig, dass man jetzt auch versucht, das konsequent auch seitens der Stadt mit einzufordern von den Bürgerinnen und Bürgern, die eben keine Maske tragen und die vielleicht Schlupflöcher suchen, wie es der ein oder andere auch formuliert, weil das Thema mit Aufklärung, ja, ist so eine Sache. Wenn es flächendeckend funktionieren würde, wäre es gut. Aber im Ergebnis haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder festgestellt, es gelingt halt leider nicht, jeden zu erreichen und jeden zu sensibilisieren. Und deswegen muss man, glaube ich, in diesen harten Zeiten auch so einen Kurs fahren. Ich wollte einen Vorschlag machen, dass sich vielleicht auch die Stadt jetzt explizit, wie man sagt, okay, so eine allgemeine Maskenpflicht
wäre ja grundsätzlich gut. Wir können es aber aus rechtlichen Gründen nicht, aber vielleicht für eine Initiative stark macht, die heißt Lieber mit als ohne, dass die AZ das auch so formuliert, dass man vielleicht flächendeckend einfach dafür wirbt. Jetzt in Augsburg gehört es einfach zum guten Ton. In manchen Regionen, Städten, in manchen Straßen ist es Pflicht, aber wir setzen uns dafür ein, dass man bewusst sozusagen mal in Augsburg Maske trägt, um einfach die Zahlen runterzubringen. Das wäre so ein proaktiver Vorschlag, statt zu sagen, nee, also wir kriegen es nicht insgesamt durch, aber wir appellieren einfach an die Bevölkerung und da steht die Stadt auch explizit dahinter, lieber mit als ohne, lieber Maske auch überall oder da, wo man es merkt. Und natürlich gibt es dann den Spielraum für jeden zu entscheiden, aber nicht so, wie Sie es sagen, Frau Weber, das den Eigenverantwortungen zu überlassen, zu sagen, so kann ja jeder trotzdem machen, sondern dass man das bewusst proaktiv vielleicht einfach von der Bevölkerung so ein bisschen mittransportiert. Weil es einfach ja auch glaube ich, was bringt. Sonst würde man es ja nicht machen. Das sagen auf jeden Fall alle Ärzte, genau. Ja, okay, können wir gerne machen, dass wir da überlegen, wie wir das nochmal auch in die Kommunikation mit einbeziehen. Es ist gerade über den Chat eine Frage gekommen von einer Bürgerin, die sagt, Vorschlag, Unterstützung des Ordnungsdienstes bei den Kontrollen durch derzeit beschäftigungslose Personen aus dem Sport- und Kulturreferat. Also da wollte ich bloß erzählen, dass die Personen aus dem Sport- und Kulturreferat derzeit nicht beschäftigungslos sind, weil nämlich die Kolleginnen und Kollegen entweder bei der Bürgerhotline eingesetzt sind oder bei der Kontaktpersonennachverfolgung oder zum Beispiel auch Kulturschaffende und Sportvereine beraten, wie sie über diese schwere Zeit kommen. Also da ist momentan nichts mit beschäftigungslos. Aber danke für den Hinweis. Wir haben dafür, Herr Pinsch hat es ja gerade gesagt, dass rund 40 Personen momentan im Ordnungsdienst tätig sind. Da sind bereits aus anderen Dienststellen auch Personen mit dabei, aber nicht aus dem Sport- und Kulturbereich. Jetzt habe ich Frau Keifer nochmal. Ich hätte noch eine Anmerkung, vielleicht abschließend jetzt zu unserem Maskenthema. Bei der letzten Vorbesprechung hatte ich die Idee, vielleicht hat jemand ja Talent und kann, der Hans schüttelt den Kopf, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, jemanden dazu zu bringen, einen alten Zigarettenautomat als Maskenautomat umzugestalten. Wir haben sehr viele Zigarettenautomaten, also wir tun etwas gegen unsere Gesundheit, wenn wir Lust haben, aber vielleicht, und dann gibt es auch keine Ausrede mehr, zum Beispiel, meine Maske ist mir in die Pfütze gefallen, ich habe jetzt gerade keine dabei, ich bin auf dem Weg zum Auto und so weiter, sondern dass man vielleicht gerade in der Innenstadt so am Kö und so Maskenautomaten aufstellt. Für 50 Cent kann ich mir dann unter, ich weiß ja dann auch nicht, ob man die mit der Pinzette rausholen muss und so, das überlasse ich kreativen Menschen. Das ist nur so ein Gedanke, weil ich auch vermute, gerade bis jeder eine Impfung hatte oder für die, die sich vielleicht dann nicht impfen lassen, wer weiß, was da noch kommt, wird die Maske uns sicherlich noch eine sehr lange Zeit wahrscheinlich begleiten. Und da ist es doch schön, gerade wenn wir im Winter oder irgendwann, wenn es regnet, die Maske runterfällt und ich habe keinen Ersatz dabei, dass ich die Möglichkeit habe, mir Ersatz zu besorgen. Ja. Das hatte ich gesehen in der Vorbereitung für dieses heute, dass der Vorschlag kam und ich wollte nämlich fragen, ob irgendjemand sowas kennt. Gibt es andere Städte? Hat es jemand schon mal gesehen, so einen Maskenautomat? Ich meine, rein theoretisch muss es ja gehen. Es gibt ja für alles mögliche Automaten. Also kennt es jemand? Ich habe es noch nie gesehen. Mir ist es einfach nur so eingefallen, was könnte man tun, um schnell an eine Maske zu kommen. Und das war halt eben, die Zigarettenautomaten sind ja jetzt automatisch. Man wählt sich da, glaube ich, eins aus und dann fährt das runter in so einen Schacht und man greift rein und holt sich raus. Und dachte ich, das kann man ja bestimmt auch mit einer Maske machen. Okay. Ja. Wahrscheinlich müssen wir dann alle ganz viel Überraschungseier essen, damit diese gelben Dinger übrig sind. Dann kann man da die Maske reinstecken oder so. Ja, als nächstes habe ich den Joshua. Ja, ich wollte zu gerade eben etwas sagen, nämlich, ich habe sowas schon mal gesehen, das war so ein Snackautomat und da gab es dann, wo man so Zahlen eingeben musste, dass der gewünschte Artikel runterfällt und da war oben rechts auch ein Spender, waren Alltagsmasken und ja, wollte ich nur sagen, dass ich sowas auch schon mal gesehen habe. Okay, und mir schreibt gerade der Kollege, glaube Martin Schenkelberg, der unser Sozialreferent, dass im Flughafen Hamburg gibt es wohl auch einen Maskenautomat. Also auch da, der hat sowas auch schon mal gesehen. Also finde ich eine gute Idee, sollte man vielleicht wirklich mal überlegen, an so einem zentralen Punkt wie dem Kö zum Beispiel,
dass es da, dass man da vielleicht schaut, ob man sowas irgendwie etablieren kann und aufstellen kann. Gut, gibt es ansonsten von Ihrer Seite noch Themen zum jetzt Lockdown und das, was wir jetzt angehen sollten? Also ich habe mir aufgeschrieben, dass wir nochmal das Thema bessere Kommunikation von Hilfsangeboten uns auf den Schirm nehmen sollen. Das ist der Weihnachtsbus, dass wir das nochmal anschauen, ob das funktionieren kann. Der Maskenautomat, dann auch nochmal dieser proaktive Aufruf, dass Menschen Maske tragen sollen und das auch freiwillig tun, auch in Bereichen, wo man es vielleicht nicht müsste. Ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Punkte, aber eine Kollegin hat im Hintergrund auch nochmal mitgeschrieben, sodass uns da auch nichts verloren geht. Gibt es zu diesem Punkt sonst noch was? Nö, keine Hand hebt sich, Kopf wird geschüttelt. Mit welchem Thema wollen Sie denn weitermachen, mit welchem Themenkomplex? Frau Swoboda. Also mir wäre auf jeden Fall als Themenkomplex Schule einfach noch wichtig. Schon allein deswegen, weil ich zwei Kinder eben in der Schule habe, dass da auch sehr unterschiedlich genutzt wird. Und wir haben ja letztens festgestellt, also bei Punkt 1 ging es ja darum, dass die Schüler gesagt haben, es gibt nicht genügend Desinfektionsmittel. Dann habe ich eben bei mir in der Runde mal nachgefragt, wie schaut es denn aus, also bei den Schülern und so weiter. Das ist das gleiche Thema wie vor 4 Wochen im Ding. Klar, sie gehen jetzt nicht zur Schule, aber vielleicht schaffen wir es ja bis zum 10., dass wirklich jede Schule genügend Desinfektionsmittel hat und da auch proaktiv, und da nehme ich dann das Wort von Herrn Koch immer gerne in den Mund, proaktiv einfach auch mal schaut in die Schulen, wird es denn auch wirklich so gehandhabt? Also wenn ich bei meiner, bei meiner Umgebung das erfrage, dann kommt halt immer, nö, haben wir nicht genügend, ist kaputt. Und das kann es also wirklich nicht mehr sein. Ich meine, die Frau Wild hat ja auch gemeint, das ist genügend da, man muss es nur abrufen. Vielleicht muss man die Schulen auch mal motivieren, dass sie das tun. Das ist ihr Pflicht. Das muss einfach da sein. Also für mich ist es vollkommen unverständlich, dass es eben nicht da ist. Für mich ist auch der Punkt mit dem Anmieten von zusätzlichen Räumen. Also für 2 Gymnasien gibt es jetzt das anscheinend. Also der Wiedemann sagte letztens, dass es bei ihm in der Schule geht. Fugger war das, glaube ich. Das ist, nein, was dann? Also auf jeden Fall in der Schule gibt es. Und es gibt eben auch noch eine zweite. Ist aber auch wieder ein Gymnasium. Und da sehe ich auch, meine Tochter geht aufs Gymnasium, mein Sohn geht auf die Realschule. Und ich sehe auch da wirklich erhebliche Unterschiede im Umgang mit allem. Die Gymnasien sind da vorne dran, ganz klar. Also mein Sohn wird zum Beispiel gerade in der Turnhalle, wenn er in die Schule geht, in der Turnhalle unterrichtet. Da wäre es halt schon klasse, wenn er wenigstens einen Unterrichtsraum hätte. Die letzten, wo ich jetzt gehört habe, die gehen in die alten Räume von der Musikschule, was ich gut finde. Klar, das sind Räume da. Man müsste aber auch IHK, HWK, Hotels, also es gibt genügend Räume, die gut ausgestattet sind, wo die Schüler einfach dann untergebracht werden können, wo man heizen kann, wo man die Fenster aufmachen kann, wo es eine Lüftung gibt, ja, wo man in Zukunft einfach auch machen kann. Das wäre mir wichtig. Außerdem, es gibt ein Lüftungskonzept, das hat die Uni Mainz kreiert. Und da kann man dann praktisch für jedes Klassenzimmer für 200 € ausstatten. 200 €. Ist das im Spiegel letztens mal war? Ich weiß nicht, ob das am Spiegel war. Ich habe es im Fernsehen gesehen und war dann ganz begeistert. Und die haben auch eine ganz tolle Internetseite, die habe ich der Frau Dr. Heischauer zur Verfügung gestellt, wo man auch wirklich sehen kann, da gibt es eine Bauanleitung. Also da gibt es alles Wichtige, eben wie man es, how it works, einfach wie es funktioniert, wie man es machen kann. Und man verschandelt ja die Klassenzimmer nicht, also sondern man bringt was Gutes, Neues hinein, was man vielleicht dann auch im Sommer nutzen kann, wenn es zu heiß wird, weil da haben wir ja auch wieder das Thema.
Aber jetzt wäre halt so, meine Tochter, die geht mit einer Decke in die Schule und sie geht sicher auch nach dem 10. wieder in die Schule. Und das ist halt für mich etwas, was man jetzt anstoßen muss, um es dann, wenn sie denn irgendwann mal wieder in die Schule gehen, auch dann haben und auch möglich wäre. Ich meine, es gibt genügend Messebauer, die gerade vielleicht nicht so viel zu tun haben, wo sie sich da vielleicht mit engagieren würden, auch vielleicht Eltern Geld sammeln mit Crowdfunding beim Herr Zolo nachfragen. Der Herr Zolo hat ja vielleicht noch irgendwo eine Schublade mit Geld. Einfach da, ja, einfach was tun, dass die Klassenzimmer einfach besser ausgestattet werden. Und wenn man dann eben teure Lüftungsgeräte anschafft für Räume ohne Fenster, wäre es vielleicht auch geschickt, sich solche Sachen einfach zu überlegen und einfach mal wirklich zu schauen, was kann ich denn noch tun, dass es besser wird? Ja, lüften ist mir klar, aber im Februar, März wird es kalt und dann wäre natürlich das mit Heizen ganz klasse. Ja, das wären so meine Punkte. Also, dann fasse ich zusammen, es geht nochmal ums Thema Desinfektionsmittel. Also ich kann bestätigen, dass wir genügend haben und eigentlich die Schulleitungen nur beim Schulverwaltungsamt anrufen müssten, aber das werden wir nochmal gucken. Dann geht es Ihnen um das Thema zusätzliche Räume, damit einfach auch Entzerrung stattfinden kann und die Kinder trotzdem anständig unterrichtet werden können. Es geht Ihnen um diese Lüftungsanlagen, also wie gesagt, ich kenne es aus dem im Spiegel, glaube ich, war das mal vor ein paar Wochen drin gestanden, dieses Beispiel. Das hatte ich auch an die Schulverwaltung weitergegeben, da weiß ich aber, habe noch keine Rückmeldung bekommen, ob es geht oder nicht. Das waren eigentlich die drei Punkte, oder, Frau Svoboda, die Ihnen am wichtigsten sind? Okay, aufgeschrieben. Dann Herr Dombrowski. Mir ist ein anderes Thema wichtig, und zwar der bessere Schutz von Risikogruppen. Darf ich ganz kurz, Herr Dombrowski, darf ich Sie kurz unterbrechen, weil wir haben jetzt gerade mit dem Thema Schule angefangen. Und wenn ich anschaue, ich glaube, zum Beispiel der Joshua wird sicher was zum Thema Schule sagen wollen. Dann können wir vielleicht das mit den Risikogruppen als nächsten Tagesordnung oder als nächsten Punkt machen. Okay. Ja, das ist okay? Ja? Ja? Ich vergesse Sie nicht, beziehungsweise Sie heben Ihre Hand einfach nochmal. Dann habe ich aber als nächstes die Frau Kühn, die sich gemeldet hat, auch zum Thema Schule. Genau, auch zum Thema Schule. Und zwar das mit den Desinfektionsmittelspender. Also mir ist nicht ganz klar, wie das Problem überhaupt entstehen kann, denn es ist ja Qualitätsmanagement. Ich denke mal, in den Schulen ja auch Pflicht. Und da gibt es normalerweise auch die Sicherheitsbeauftragte. Und die müssen ja auch schauen, dass die Sicherheitskonzepte eingehalten werden können. Von daher müssen die dann auch für die ausreichende Versorgung sorgen. Aber es ist halt mit dem Thema Desinfektionsmittel auch so, wenn es so schnell leer wird, dann wird es wahrscheinlich auch viel zu häufig gebraucht. Und vor allem an den Schulen, die empfindliche Kinderhände, die sind nicht alle für Desinfektionsmittel geeignet. Vielleicht, dass da auch Informationskampagnen an den Schulen neben Desinfektionsspender eben, dass man lieber Hände wäscht und nur selten Desinfektionsmittel, wenn es kein Waschbecken zur Verfügung steht, eben verwendet. Da es ja auch zu Neurodermitis oder anderen Krankheiten führen kann oder auch einfach nur die Haut austrocknet, rissig macht und so eigentlich die Bakterien oder andere Keime viel schneller in die Haut gelangen. Genau, das war jetzt ein Anliegen von mir. Dann finde ich das mit dem Uni-Mainz-Konzept super. Ich bin da auch dafür, dass man das auf jeden Fall mindestens überdenken sollte, weil 200 Euro ist eigentlich nichts für eine Klasse. Wenn da jede Familie oder jeder Haushalt einfach mal ein bisschen was dazu gibt, dann hat man die Kosten schon drin. Und finde ich super, wenn es so einfach und so schnell geht und auch bis zu 90% der Viren, soweit ich das, oder allgemein auch Staubpartikel oder CO2-Werte verbessert. Also da gibt es ja mehrere Pro-Punkte, sage ich jetzt mal. Mir ist aber auch noch wichtig, und ich verstehe das nicht ganz, warum. Gut, das ist jetzt eher das Thema für Kultusministerium, aber Sie haben ja immer wieder ja Kontakt und vielleicht können Sie das ja weitertragen. Ich finde es eigentlich nicht in Ordnung, dass eine Präsenzpflicht während einer Pandemie besteht. Denn es gibt ja sehr viele Schüler, die gehören selber zur Risikogruppe. Es gibt viele Angehörige in den Familien. Da werden maximal für 3 Monate Atteste ausgestellt. Nicht jede Schule erkennt Atteste an. Und viele Kinder belastet auch die Situation mit den Schulen. Warum, wenn es zu Hause doch funktioniert? Und hätte man das von Anfang an ab September
für einige Schüler aus der Klasse zugelassen, dass sie dann auf Präsenzunterricht verzichten und in Distanzunterricht gehen, hätte man vielleicht auch mögliche Fehler, die jetzt massiv aufkommen, vielleicht von vornherein auch aufarbeiten können, weil die ja peu à peu immer aufgefallen wären. Genau, also mein Vorschlag wäre, dass man die Präsenzpflicht in der Schule in einer Pandemiezeit einfach aussetzt. Dass Familien, wenn sie das anders stemmen können, die Kinder mit dem Unterrichtsstoff gut hinterherkommen und somit die Sicherheit für die Familienangehörige oder für die Schüler selbst gewährleistet ist, ist es doch eigentlich auch ein Thema, was man individuell klären oder regeln kann. Naja, die Schulpflicht ist ja jetzt ausgesetzt. Also seit heute sind ja die Schulen auch zu. Und mal gucken, wie lange das geht. Ich finde bloß, dass man das auch Gründe, warum warum man die Schulen auch offen gelassen hat, unter anderem auch deswegen, weil viele Eltern im ersten Lockdown auch wirklich massiv das Thema hatten, dass sie nicht wussten, wie sie ihre Kinder betreuen sollen, und viele Eltern auch die Rückmeldung gegeben haben, dass sie einfach auch nicht in der Lage sind, dieses Homeschooling zu machen, was ja auch abverlangt worden ist. Also ich finde, das muss man schon auch immer ganzheitlich sehen. Was sicher ein Thema ist, und das kommt auch gerade im Chat rein, dass manchmal eben das mit dem Distanzunterricht auch von der Technik her nicht so gut funktioniert. Und da ist auch die Frage gestellt worden, ob es hier für die Lehrkräfte Crashkurse gibt. Da bin ich überfragt, aber da würde ich nachher einfach an unsere Bildungsreferentin weitergeben, die vielleicht dann abschließend auch nochmal was sagen kann zum Thema zusätzliche Räume und Lüften. Weil ich weiß zum Beispiel, dass wir auch schon überlegt haben, ob zum Beispiel Räume in den Museen zur Verfügung gestellt werden können für Unterricht. Aber da kann die Frau Bildner was dazu sagen. Aber als nächstes möchte ich gerne den Joshua aufrufen. Ja, ich würde gerne etwas sagen zu dem Thema Homeschooling auch. Und zwar hatte ich letzte Woche eine Videokonferenz auch per Teams wie jetzt im Fach Mathematik. Und da war es so, dass mein Lehrer in der Schule war und die WLAN-Verbindung so schlecht war, dass er ein Standbild hatte und man ihn nicht wirklich verstanden hat, weil es so sehr gerauscht und gestockt hat. Außerdem die Ausrüstung an den Schulen, zum Beispiel die Webcams, waren so schlecht, dass er uns nicht mal kurz was auf dem Blog zeigen konnte, weil es zu verpixelt war. Und ich habe auch noch von einem Freund gehört, dass er an seiner Schule die Lehrer gar kein WLAN haben und deswegen auf ihre eigenen Daten zurückgreifen müssen. Und da wollte ich fragen, ob das denn in der Sache der Stadt liegt, dass die da mal irgendwie Ausrüstung zur Verfügung stellt oder zum Beispiel die WLAN-Netze, ich weiß nicht, irgendwie aufstockt in den Schulen. Auch das kann die Frau Wittnacher beantworten, aber an der Stelle vielleicht auch ganz kurz ein Dankeschön an einige Augsburger Unternehmen, die uns nämlich in den letzten Wochen auch WLAN-Router gesponsert haben, weil sie einfach auch das Distanzlernen an den Schulen auch fördern wollen und da einfach auch ein Sponsoring gemacht haben und da dann auch einige Schulen in Genuss gekommen sind. Aber auch da würde ich dann nachher die Frau Wild bitten, Ihnen die Frage zu beantworten. Herr Koch will sicher auch was zum Thema Schule sagen. Richtig, auch von meiner Seite aus zwei Themen. Das eine ist tatsächlich jetzt auch mit Blick auf die Vorreden schon das Thema Distanzunterricht. Ich habe mal gegoogelt, also unser Kultusminister spricht ja davon, dass wir nach Weihnachten aus seiner Sicht mit Wechselunterricht starten. Und heute gab es ja, wer es so ein bisschen mitverfolgt hat, einen Riesenausfall bei MEBIS, bei dieser Schullernplattform. Da wird jetzt auf Seiten der Staatsverwaltung alles dafür getan, dass das mit dem Wechselunterricht nach den Weihnachtsferien, denke ich, da bin ich überzeugt, auch gut klappt und die Infrastruktur auf der Seite passend steht. Unterstreichen möchte ich aber, dass das eben nur die eine Seite ist. Die andere Seite ist tatsächlich, wie wir gerade schon gehört haben, auch bei den Schulen selber. Man braucht die entsprechenden Leitungen, die entsprechenden Bandbreiten, damit man sich eben zuschalten kann, so wie meine Tochter eben auch an der Schule. Und die baulichen Voraussetzungen für diese Leitungen oder auch eben die Serverinfrastruktur vor Ort an den Schulen, die dann ermöglicht, dass man am Distanzunterricht teilnehmen kann von zu Hause aus. Da muss auch das Gegenstück einfach da sein. Und das wäre natürlich jetzt ein Wunsch, gerade in dieser Zeit, dass man da das forciert angeht, neben WLAN-Routern eben die Infrastruktur am Gegenstück bei den Schulen eben auch konsequent hochzufahren,
um da auf der sicheren Seite zu sein und möglichst vielen Schülerinnen und Schülern auch die Teilnahme zumindest über Videokonferenzen dann in den Schulen, in den Klassenzimmern zu ermöglichen. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte, das kommt auch gut an bei den Schülerinnen und Schülern, wenn man schon nicht vor Ort sein kann, dass man dann eben per Video zugeschalten ist. Aber dazu gehört eben auch die Infrastruktur vor Ort. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da gucken, es ist einige Zeit verstrichen seit dem ersten Lockdown, dass man da was vorwärts bringt, gerade mit Blick auf die Ankündigung Wechselunterricht nach den Weihnachtsferien. Und das andere Thema ist, ich habe es ja beim letzten Mal auch schon erwähnt oder ein bisschen dargestellt, es ist einfach dieser Präsenzunterricht gerade in der Unterstufe. Da ist ja auffällig gewesen in den letzten Wochen, dass Augsburg hier einen Sonderweg fährt gegenüber den allgemeinen Festlegungen, die im Raum standen. Ich verstehe das auch ein Stück weit, weil man war sicherlich Ende Oktober, Anfang November in einer Sondersituation, in der Hotspot-Region Nummer 1 in Deutschland, wo man handeln musste. Jetzt gab es ja aber auch trotz dieser ganzen Entwicklungen, die wir bundesweit sehen, auch von Seiten der Kultusminister, auch in Bayern, explizit ganz konkrete Vorstellungen, wann, wie Distanzunterricht sinnvoll ist oder Wechselunterricht. Und in diesen Regelungen gibt es natürlich speziell für Jahrgangsstufen ab der 8. Klasse entsprechende Empfehlungen. Für die Unterstufe versucht man, möglichst den Präsenzunterricht hochzuhalten. Und da wäre einfach mein Wunsch, dass wir möglichst auch in Augsburg mit Blick auf diese bayerische Linie so generell auch künftig verfahren, wenn es eben wieder zulässt, wenn wir die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, dass dann eben auch die Unterstufe im Gleichklang mit anderen Regionen läuft. Es ist, wer sich so ein bisschen umgehört hat mit anderen Städten, Passau, Hotspot-Region oder Nürnberg, die haben wirklich versucht, auch in dem Bereich Präsenzunterricht hochzuhalten. Danke. Da muss man vielleicht ganz kurz die Genese erklären, Herr Koch, weil als wir das entschieden haben, die Regelungen, die für Augsburg gegolten haben, hat es keine bayerischen Regelungen gegeben oder keine, die so vor Ort bei uns mit der hohen Inzidenz geklappt haben. Und da haben die Martina Wild und ich uns gemeinsam mit dem Leiter vom Staatlichen Schulamt und mit den Ministerialbeauftragten für die Schulen getroffen und überlegt, was unser Weg sein kann, was sinnvoll ist. Da haben wir uns gestützt auf Studien, wir haben uns gestützt auf die Zahlen vom Gesundheitsamt, um da auch wirklich eine gute Entscheidung zu treffen. Und dann kamen irgendwann die bayerischen Regelungen, die anders waren. Und da haben uns einfach auch das Staatliche Schulamt und die Ministerialbeauftragten auch gebeten, einfach bei dem zu bleiben, was wir vereinbart haben, weil es einfach, die Schulen waren darauf eingestellt, was jetzt kommt und wie sie das organisiert haben. Das ist ja für jede Schule auch oder für jede Schulfamilie auch immer entsprechend aufwendig, dann wieder die Prozesse umzustellen. Und es war irgendwie bitte, das erstmal so zu lassen. Und als jetzt die letzte Änderung kam, da war es dann ja wirklich so kurz vor Weihnachten, dass wir gesagt haben, das ändern wir jetzt nicht mehr. Aber wir werden, wenn dann zu wann auch immer, also ich traue mich ja schon gar nicht mehr irgendein Datum zu sagen, wann auch immer die Schulen auch wieder dann in den geöffnet werden und in welcher Form auch immer dann unterrichtet wird, werden wir uns dann, denke ich, dem bayerischen Weg auch anschließen, so damit das da dann auch alles so ist wie woanders auch. Also das war wirklich der Situation geschuldet, dass wir halt mit Ende Oktober in dem deutschen Hotspot waren, wo wir einfach auch reagieren mussten. Dann Jonas Wiedemann kann, glaube ich, auch aus eigener Betroffenheit erzählen. Genau, so ist es. Ich möchte mich eigentlich nur anschließen den Vorrednern. Meine Bitte, und das ist jetzt wirklich so, ich erlebe das tagtäglich, wir müssen jetzt diese 3,5 Wochen nutzen, wo wir jetzt im Lockdown sind, wirklich aktiv in die Schulen reinzugehen, um da Konzepte zu entwickeln. Wir sehen tagtäglich, es funktioniert nicht. Und jetzt ist wirklich meine dringende Bitte an die Stadt, diese 3,5 Wochen zu nutzen, um die Infrastruktur zu verbessern, um Hygienekonzepte zu konzipieren, Desinfektionsmittelstände reinzustellen und auch um die Lüftungskonzepte vielleicht nochmal zu überdenken und dann auch aktiv an die Schulen weiterzugeben. Ich finde, es wird immer gesagt, es ist wichtig, die Schulen aufzuhalten und wir müssen alles dafür tun. Und die Schulen sind auch die ersten, die wieder öffnen.
Und das teile ich, aber dann muss man auch aktiv wirklich in die Schulen reingehen und dann auch da was passieren und auch mit den externen Räumen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber zum Beispiel sehe ich auch in den Universitäten, also die Uni Augsburg hat ja auch ganz viele Studiengänge momentan gar nicht in Präsenzveranstaltungen. Wieso könnte man nicht da einfach auch eine Kooperation eingehen vielleicht, dass die Schulen und auch die Stadt Augsburg vielleicht die Hörsäle nutzen kann, weil da ist ja wirklich, besteht ja wirklich die Möglichkeit, gut auch die Abstände zu halten und auch die Schüler dann weit auseinanderzusetzen. Und das wäre so mein Anliegen, dass man da vielleicht nochmal, gerade im Hinblick auch auf die Abschlussklassen, dieses Thema mit den externen Räumen nochmal intensiver angehen. Genau. Okay, Herr Wiedemann, sind Sie Abschlussklasse? Ich glaube schon, gell? Sie machen jetzt dann Abitur nächstes Jahr. Ja, genau. Okay. Gut, dann habe ich noch die Frau Kalcher und dann würde ich mal an die Martina Wild übergeben, wenn die Frau Kalcher auch eine Schulfrage hat. Ja, ich habe eine Schulfrage. Mir betrifft es zwar nicht mehr, meine Tochter studiert mittlerweile, aber ich habe trotzdem eine Frage und die basiert darauf, dass uns ein Schreiben erreicht hat, also mit auch dem Corona-Bürgerbeirat. Wir wurden damit auf die Liste gesetzt. Das kam von der regionalen Arbeitsgemeinschaft des Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern e.V. ist das. Das sind verschiedene Personen, ich glaube 6 an der Zahl, die sich explizit für verschiedene Gymnasien in der Stadt Augsburg wohl engagieren. Da war, und das ist jetzt meine Frage auch an die Frau Wild, wir hatten es vorhin mit dem Thema Masken, dass wir so immer vielleicht versuchen, jetzt auch für die Zukunft eine einheitliche Lösung zu finden. Und da ist jetzt nur meine Frage fürs Verständnis. Ich habe da jetzt leider nichts mitbekommen. Da wurde erwähnt, dass Sonderregelungen der Stadt Augsburg die 5. und 6. Klassen der Mittelschulen in Präsenzunterricht belassen wurden und die Realschulen und Gymnasien in den Wechselunterricht. Vielleicht ist es möglich, dass die Frau Wild da das vielleicht auch kurz erklärt, weil es vielleicht weniger Mittelschulen gibt und mehr Gymnasien oder aus welchen Gründen, dass man es vielleicht begründet und dann vielleicht als kleine Anmerkung, dass man es nach dem Lockdown und wenn die Schulen wieder öffnet, auch versucht, eine einheitliche Lösung vielleicht zu finden. Genau, das habe ich ja gerade, das war das, was ich gerade meinte, dass wir nach dem Lockdown angucken müssen, dass wir uns an die bayernweiten Regelungen andocken, außer, das weiß man ja immer nicht, wenn wir mit einmal in der Inzidenz wieder extrem nach oben schießen würden, dann kann es sein, dass man natürlich wieder noch andere Regelungen braucht. Aber jetzt übergebe ich erstmal an die zweite Bürgermeisterin, an Martina Wild. Ja, einen schönen Abend auch von meiner Seite. Ich habe jetzt ja viele Punkte. Ich würde mich jetzt bei dem kurz fassen, 5., 6. Jahrgangsstufe, weil das die Oberbürgermeisterin adäquat erklärt hat, woher wir denn in Augsburg kamen und wieso wir uns so entschieden haben und dass wir perspektivisch natürlich, wenn es geht, nach den Weihnachtsferien da umschwenken würden. Ansonsten war ich ja bereits Ende November im Gespräch mit der Frau Nehm, die ja hier in Augsburg auch die Vorsitzende ist von den Elternbeiräten aus dem gymnasialen Bereich. Ich überlege jetzt gerade, wo ich anfange. Also ich glaube jetzt, Corona hat nochmal gezeigt jetzt im schulischen Bereich, dass wir ein Update wirklich nochmal forcieren müssen. Das betrifft zum einen die Lehrkräfte in der digitalen Kompetenz. Das sind ganz viele Fortbildungen auch nochmal zusätzlich in den letzten Monaten und beispielsweise auch über die Sommerferien von der Akademie in Dillingen angeboten worden. Wir in Augsburg haben unsere eigene Stadtakademie, wo beispielsweise insbesondere unsere kommunalen Lehrkräfte, aber auch gerne Lehrkräfte anderer Schulen auch mal für Fortbildungen teilnehmen können. Dass MEBIS immer wieder abstürzt, das kennen, glaube ich, alle Schülerinnen und Schüler, die derzeit MEBIS nutzen müssen. Auch heute ist es ja wieder abgestürzt. Deswegen hat ja der Ministerpräsident, er hat deutlich geschimpft heute über den Kultusminister. Und das ist wirklich für uns alle ein Grauen, nicht nur für die Eltern und die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Kommunen, weil es seit bestimmt 10, 15 Jahren ja auch eine sogenannte Bayern-Cloud in der Diskussion ist und wir die bis heute nicht haben. Und da ist wirklich auf verschiedenen Ebenen noch sehr viel zu tun. Wir sind dankbar, dass wir Bundes- und Landesmittel bekommen in sehr hohen Beträgen, wo wir unsere Schulen im Bereich Digitalisierung
fitter machen können. Wir haben in der Tat da noch einiges zu tun. Glasfaseranschlüsse müssen gelegt werden, digitale Klassenzimmer entstehen an unseren Schulen und die Inhouse-Vernetzung wird gerade in der Höhe von 12,5 Millionen. Also Sie sehen an dem großen Betrag auch schon, wie viel da zu tun ist, umgesetzt. Das dauert aber, weil das oftmals bauliche Maßnahmen sind und die können auch nicht innerhalb von 3 Wochen umgesetzt werden. Aber alle, egal ob Schulverwaltungsamt, Hochbauamt oder Wohnbaugruppe, arbeiten da mit Hochdruck jetzt erst recht nochmal daran, bessere Bedingungen zu schaffen. Und seit dem Sommer bin ich, das hat auch die Oberbürgermeisterin vorhin schon dargestellt, im Austausch mit den Wirtschaftsunternehmen und der IHK. Wir haben dankenswerterweise beispielsweise 10.000 Euro Spende von PCI jetzt bekommen. Die hat die Martinsschule bekommen. Und wir haben, wie gesagt, von ganz vielen Firmen jetzt Router nochmal für Schulen gespendet bekommen. Und im Übrigen nicht nur die Router, sondern auch 2 Jahresverträge für die Nutzung dieser Router gleich, sodass wir auch da nochmal dazu beitragen können, dass das WLAN in den Schulgebäuden besser funktioniert und natürlich mehr Lehrkräfte im Distanzunterricht im Schulgebäude unterrichten und nicht von daheim aus senden müssen. Was wir noch haben, nochmal ein Förderprogramm, das sind digitale Endgeräte, die wir beschaffen konnten. Das sind über 3.000 Stück. Auch das trägt nochmal dazu bei, dass das Lernen zu Hause, insbesondere dann für bedürftige Schülerinnen und Schüler, verbessert wird. Also wir arbeiten dran, wohl wissend, dass das ein Haufen Arbeit ist, die noch forciert umgesetzt werden muss und natürlich nicht an jeder Stelle vollkommen zufriedenstellend ist. Wenn zum Beispiel wie die Löwenegg-Schule eine Gesamtsanierung an dieser Mittelschule stattfindet, dann kann es natürlich noch keine adäquate Inhouse-Vernetzung geben. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Das ist mir vollkommen bewusst, dass wir da auch noch zwischen den Schulen deutliche Unterschiede haben. Zum Thema Hygiene an den Schulen. Jede Schule hat, das betrifft im Übrigen auch jede Kita, ein individuelles Hygienekonzept erarbeitet. Das ist auch, liegt dort im Gesundheitsamt vor, ist auch immer das Okay gegeben worden. Dass es an der einen oder anderen Stelle hapert, siehe das angesprochene Desinfektionsmittel, hat aber auch ehrlich gesagt damit zu tun, dass wir auch empfehlen, sorgsam mit dem Thema Desinfektionsmittel an den Schulen umzugehen. Weil wenn die natürlich hoch dosiert sind und kleinere Kinder, Grundschulkinder, nehmen das Desinfektionsmittel in die Hand und reiben sich das in den Augen. Das hat Frau Kuhn ja vorhin angesprochen. Also so ungefährlich sind diese Desinfektionsmittel ehrlich gesagt nicht. Und wir haben da auch vom KUVB ganz kritische Hinweise, dass wir lieber die Seife zur Verwendung vorschlagen und lieber vorschlagen, bitte Hände waschen, als diese hochdosierten Desinfektionsmittel zu verwenden. Beim Thema Lüftung sind wir dabei, für jedes Klassenzimmer CO2-Ampeln ab Januar zur Verfügung stellen zu können und sind in der Beschaffung dank Fördergelder vom Kultusministerium auch mobile Luftreinigungsgeräte in die Schulen stellen zu können. Und das gilt aber auch analog für die Kitas. Vorgabe in dem Förderprogramm ist aber ganz klar, dass es Räume sind, wo sich Fenster nicht öffnen lassen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und an der Stelle, und das habe ich das letzte Mal ja auch schon dargestellt, weil da ein intensiver Fachdialog auf mehreren politischen Ebenen ja auch stattgefunden hat, das Beste ist immer noch ganz normal lüften. Ich weiß, dass es kalt ist, wenn man am Fenster sitzt, aber das Einfachste und Beste ist wirklich immer noch lüften. Wenn es kreative Anregungen gibt, wie von der Uni Mainz das, dann nehmen wir das natürlich gerne auf und prüfen intern solche Anregungen. Wenn Sie da noch mal andere Beispiele haben, gerne. Wir sind da dankbar, wenn wir Anregungen bekommen. Wir kriegen im Übrigen auch genug Post gerade von Lüftungsgeräteherstellern, die uns ihres natürlich zum Kauf anbieten. Ein letztes Thema jetzt noch, ich hoffe, ich habe dann auch nichts vergessen, ist das Thema Räume. Wir sind hier in der schwierigen Situation,
dass mir, glaube ich, unsere Kamera keinen größeren Etat anbieten wird, um flächendeckend Räume in der Stadt nochmal anzumieten, dass ganz, ganz viele Klassen über verschiedene Jahrgangsstufen jetzt woanders untergebracht werden können. Weil wenn wir ein Hotel beispielsweise zur Verfügung stellen, dann müssen wir die Tagungsräume in dem Hotel anmieten und bräuchten dann größere Haushaltsposten. Deswegen sind wir in erster Linie jetzt von unserem Referat aus beispielsweise auf die Kulturverwaltung oder auch auf die Sportverwaltung zugegangen und haben bei städtischen städtische Räume gesucht. Wir hatten einen Hilferuf vom Holbein, wo wir dann einen Raum im Zeughaus anbieten konnten von der städtischen Sing- und Musikschule und da Abhilfe schaffen konnten. Ansonsten kann ich nur daran appellieren, wenn es Bedarf gibt, dann kann man sich gerne bei uns melden. Weil vorhin das Stichwort nochmal fiel, wieso sind wir in der Turnhalle? Die Vorgabe ist für den Präsenzunterricht einfach, dass wir den Mindestabstand einhalten. Das ist auch eine Sicherheits- und Hygieneschutzmaßnahme. Und deswegen werden eben in den Schulen auch die größeren Räume genutzt und zur Verfügung gestellt. Das sind eben oftmals Turnhallen, das sind Aulen. Damit kann dann aber auch eine Präsenzbeschulung aufrechterhalten werden. Und das ist in der Tat, das sagen uns alle, nicht nur die Ministerialbeauftragten, sondern die Schulleitungen, die Lehrkräfte, die Pädagogen vor Ort, immer noch das Bessere, den Präsenzunterricht vor Ort zu haben, als in den Distanzunterricht zu gehen. Und selbst beim Wechselunterricht fangen wir an, Kinder bereits zu verlieren. Und das ist in unserer Stadt gerade eine große Frage von Bildungsteilhabe und von Bildungsgerechtigkeit, aber auch von Kinderschutz. Das möchte ich auch deutlich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, weil es ja ganz viele Fragen von Ihrer Seite waren. Wenn einfach was offen geblieben ist, gerne noch mal melden. Wir stehen auf jeden Fall zur Beantwortung zur Verfügung. Vielen Dank, Martina. Ich kann dir mal eine Frage noch aus dem Chat vorlesen. Kannst du bloß dein Mikro kurz ausmachen, weil sonst gibt es Rückkopplungen. Ja, danke. Im Chat zum Beispiel wird die Frage noch gestellt, nicht jede Mutter, jeder Vater sind in der Lage, den fehlenden Part der Lehre im Homeschooling aufzufangen. Sei es fachlich oder zeitlich, gibt es Möglichkeiten zur Kooperation mit Studentenschaften, die online Nachhilfe bieten können. Gibt es da Konzepte? Ja, da gibt es Konzepte. Wir hatten das heute auch bereits im gemeinsamen Ausschuss und gegebenenfalls wird es morgen bereits Presseberichterstattung geben oder übermorgen. Und ansonsten werden die Schulen mit dem Schreiben auch nochmal informiert im Januar. Und ich hoffe natürlich auch, dass das adäquat an die Eltern weitergegeben wird. Wir haben zum einen die sogenannten Lernpaten vom Freiwilligenzentrum. Das sind engagierte Freiwillige, die in den Schulen vor Ort in unter der Woche Schülerinnen und Schüler Unterstützung anbieten. Ich möchte ganz klar sagen, es ist an der Stelle keine reine Nachhilfe, sondern es ist eine Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, weil es nicht nur um Wissenskompetenzen und Wissenslücken geht, sondern oftmals dann auch einfach die Motivation wieder gestärkt werden muss, dass überhaupt gelernt wird. Und da helfen zum einen die Lernpaten, da kann man sich gern ans Freiwilligenzentrum wenden oder auch an uns. Und ansonsten helfen die Lehrkräfte oder die JAS-Kräfte vor Ort auf jeden Fall auch weiter zur Vermittlung. Das tun sie auch bei einem zweiten Projekt, was ich Ihnen jetzt vorstelle. Das ist das sogenannte Projekt Kalidou von der Lehmbaugruppe. Das ist ein Projekt, was jetzt einen ganz anderen Weg beschreitet. Das ist Online-Nachhilfe und Online-Nachhilfe mit Lernbegleitung und kann im Übrigen auch über BOT-Mittel, also Mittel vom Bildungs- und Teilhabepaket, anteilig abgerechnet werden. Das ist, wie gesagt, online, aber auch da kann man sich über die Schulleitung oder die JAS-Kräfte oder auch direkt an Kalidou via Homepage beispielsweise wenden. Und was es ansonsten noch gibt, Jugendliche ab 12 Jahren können gerne in die sogenannten Lernräume des Stadtjugendrings gehen beispielsweise. Auch dort finden sie adäquate Unterstützung. Das sind einfach drei verschiedene Wege, wo wir jetzt insbesondere mit Blick auf bedürftige Schülerinnen und Schüler auch nochmal Möglichkeiten eröffnen, wie diese Schülerinnen und Schüler adäquat unterstützt werden. Wenn es weitere Projekte in dieser Stadt gibt und weitere Träger sich da auch auf den Weg machen, werden wir auch das natürlich wieder adäquat kommunizieren.
Super, danke für die sehr ausführliche Antwort. Jetzt hatte ich die Frau Swoboda nochmal. Also ich habe das gerade so interpretiert, dass sie nochmal was zum Thema Schule sagen möchte. Ich glaube, ich habe es nicht ausführlichst genug gesagt mit dem Desinfektionsmittel, das war nur ein Beispiel. Also es fehlt schon Seife und Handtücher, also es fehlt schon die Basics. Also plus eben, ich habe festgestellt, dass vielleicht zu der Irritation führt. Aber wie gesagt, es fehlt schon Seife und Handtücher. Und dieses alle gleich behandeln, da bin ich von meiner Nichte nochmal darauf hingewiesen worden, die ist Abschlussklasse Berufsschule und die fallen immer irgendwie, also Berufsschule fallen immer hinten runter. Also die haben dann immer gleich Distanzunterricht und die sagt, sie braucht aber eigentlich auch den Kontakt zu den Lehrern, wie zum Beispiel der Herr Wiedemann, wenn er jetzt dann Abitur macht. Ne? Also ich meine, die macht auch ihren Abschluss und möchte natürlich auch möglichst gut machen. Und auch für die wäre das, wie der Herr Wiedemann schon vorgeschlagen hat, mit der Uni, ja, in der Kooperation. Ich denke, wir müssen an die Uni vielleicht gar nicht so viel Geld bezahlen, wenn wir davon da was zusätzliche Räume nehmen würden. Und vielleicht, wenn der eine oder andere das für Werbung nutzen kann, dann würden sie uns vielleicht auch die anderen Räume günstigst zu vermieten. Aber es heißt ja auch immer, auch wenn Sie jetzt sagen mit den Kosten, dass Bildung so wichtig ist und dass es uns das wert ist und wert sein soll, naja, dann muss es uns halt auch wert sein und Wert ist halt bei uns sehr häufig mit Geld verbunden, das ist mir schon klar. Und ich weiß auch, dass die Stadt Augsburg wenig Geld dafür hat, deswegen war eben auch der Hinweis vielleicht über den Herrn Piazzolo, dass man einfach was anderes noch oder über Werbung oder was auch immer eben andere Töpfe, sage ich mal, nimmt. Es gibt ja auch Kirchen, die große Räume haben und ja, also ich finde halt die Turnhalle deswegen so ungeschickt, weil bis die Lehrer die von der Stunde her einfach wechseln, habe ich halt festgestellt, da turnen die überall rum und ist dem Ganzen einfach nicht förderlich. Und ja, das wollte ich bloß nur dazu sagen. Also es fehlt schon an Seife und Handtuch und vielleicht sollte man ein bisschen mehr dann die Wertigkeit von der Bildung, wenn man schon immer sagt, das kostet, das ist es uns wert, dann muss es uns auch mal wert sein. Wobei ich auch Rückmeldungen von Lehrkräften gehört habe, dass das einfach auch ein riesiger organisatorischer Aufwand ist, wenn man beispielsweise jetzt einen Raum in einem Hotel oder sowas anmietet, weil das ja natürlich auch mit Stundenwechsel und so weiter, gerade in weiterführenden Schulen hat man ja nicht einen Lehrer den ganzen Tag über, sondern man hat ja jede Stunde jemand anderen. Also da, ich glaube, das ist auch ein organisatorisches Thema. Aber ich glaube, Martina, der Freistaat hat ja da eh schon mal irgendwie auch gesagt, von wegen zusätzliche Räume anmieten. Das kam ja, glaube ich, sogar auch aus irgendeinem Ministerium, ich glaube sogar aus dem Wirtschaftsministerium kam, deswegen Gaststätten anmieten. Ich glaube, das war damals der Aufhänger. Aber wir werden uns das nochmal anschauen und werden vor allem auch nochmal schauen, welche Räume wir eben auch in der Stadt selber zur Verfügung haben, die da auch vielleicht anders genutzt werden können. So. Also mir ist schon klar, dass es Aufwand ist. Also das ist gar nicht die Frage. Und wenn zum Beispiel mein Sohn im Wechselunterricht ist, dann hat er auch jede Stunde einen anderen Lehrer. Aber es gibt auch Schulen, die machen zum Beispiel, dass man, wenn man im Wechselunterricht ist, Doppelstunden hat. Vielleicht kann man an der Schraube ja auch drehen. Vielleicht kann man es einfach mal von der anderen Seite auch mal betrachten. Wie es einfach mal andere Seite, einen anderen Blickwinkel mal nehmen, ja. Das sind aber auch, also dann bloß als Hinweis, das ist natürlich auch eine Frage von dem, wie die Schulen sich selber organisieren. Also wir als Stadt werden nie vorgeben, wie der Unterricht stattzufinden hat, sondern das muss die Schulfamilie ja für sich entscheiden. Also das sind die Lehrkräfte, die Eltern, die Schülerinnen und Schüler, die ja entscheiden, wie für sie Unterricht stattfindet in solchen Zeiten. Da zum Beispiel, als es ja jetzt auch im Wechselunterricht ging, da ging es ja auch um die Frage, macht man es wöchentlich wechselnd oder macht man es täglich wechselnd? Und auch das zum Beispiel haben ja die Schulen für sich selber entschieden, wie sie es machen wollen. Also da muss man, glaube ich, auch die Kompetenz auch den Schulfamilien eben auch geben, das selber auch dann zu entscheiden. Jetzt hatte ich noch die Frau Russo, wenn es zum Thema Schule geht, weil der Herr Dombrowski soll nicht hinten runterfallen und unsere Zeit neigt sich allmählich auch dem Ende zu. Nee, anderes zum Lockdown nochmal, aber. Dann vielleicht erst ja. Der Herr Wiedemann, weil da kann ich mir vorstellen, dass es nochmal um Schule geht.
Ja, genau. Ich würde einfach gern das nochmal von der Frau Svoboda aufgreifen, weil ich glaube, an den Schulen selber scheitert es nicht, das zu organisieren. Da gibt es ganz engagierte Lehrer, ganz engagierte Teams, die sich auch schon zusammentun und wirklich Lösungen finden. Aber es muss halt der Rahmen gegeben sein. Und der kommt von der Stadt Augsburg und der muss von der Stadt Augsburg kommen. Und ich glaube, es scheitert nicht an den Schulen, sowas zu organisieren. Das noch zur Anmerkung. Okay, verstanden. Dann habe ich jetzt aber als erstes den Herrn Dombrowski, der schon eine ganze Weile darauf wartet, was zu sagen, wegen der Risikogruppen, glaube ich, war das Thema, oder? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite möchte ich aber auch noch was zu der Schule sagen. Wenn ich jetzt so gerade zuhöre, oh, das kostet Geld und die Stadt hat kein Geld und so weiter, dann könnte es ja vielleicht mal möglich sein, wenn die Personen, die keine Masken haben und aufgegriffen werden vom Ordnungsamt und damit einer Strafe belegt werden soll, dass die auswählen können, wofür darf ich spenden? Meine Strafe geht meinetwegen an die Schulbehörde oder meine Strafe geht dahin oder dahin. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das Strafezahlen wesentlich angenehmer und leichter ist. Das zu dem Thema. Aber eine Strafe soll gar nicht angenehm und leicht sein, Herr Dombrowski. Es ist ja keine Spende, es soll eine Strafe sein. Ja, wenn wir aber einen Staat haben wollen oder eine Stadtgemeinschaft haben wollen, die immer nur mit Law and Order arbeitet, dann weiß ich nicht, ob das gerade förderlich ist. Vielleicht ich glaube nicht, dass wir immer nur mit Law and Order arbeiten, aber vielleicht muss man zur Systematik, also die Bußgelder, die eingenommen werden, wenn jemand eine Maske nicht trägt, die gehen in eine Haushaltsstelle des sogenannten allgemeinen Haushalts und das bedeutet, dass sie wiederum der Allgemeinheit auch zugutekommen. Also man kann das einfach aufgrund der Systematik nicht machen nach dem Motto, der Herr Dombrowski ist heute ohne Maske erwischt worden und er spendet fürs Holbein-Gymnasium, das funktioniert nicht, aber... Aber wie gesagt, ich kann Ihnen versichern, dass das eine Haushaltsstelle ist, die eben wieder der Allgemeinheit dann zur Verfügung gestellt wird. Also das läuft wieder in die Stadt zurück und nicht für irgendwas anderes. Okay, dann zu meinem nächsten Punkt, besserer Schutz für Risikogruppen. Das möchte ich mal gerne anders einleiten. Die Lebenden verschließen den Toten die Augen und die Toten öffnen den Lebenden die Augen. Wenn ich mir jetzt mal angucke, wie sieht die, wer ist gestorben hier in Augsburg? Das sind dann ältere Leute. Mein Durchschnittsalter liegt, glaube ich, bei 82. Es ist auf der einen Seite eine relativ geringe Zahl im Vergleich zur Einwohnerzahl. Trotzdem ist es frappierend, wie das eben ältere Personen besonders anfällig sind, also zur Risikogruppe gehören. Wieso schafft das die Stadt Augsburg nicht, so ein Konzept hinzulegen, dass die wirklich geschützt sind? Wenn ich höre, die werden mit Schnelltests bestückt, aber das müssen die selber durchführen für den Besucher, wozu die kaum in der Lage sind, auch noch diese Arbeit zu leisten, weil sowieso relativ wenig Pflegepersonal ist, dann halte ich das eher für einen Hohn und nicht für eine passende Angelegenheit. Da sollte man dann entweder Bundeswehr oder wer noch immer da hinschicken und sagen, so okay, ihr macht jetzt die ganzen Schnelltests durch. Das müsste doch mal endlich machbar sein. Ich brauche mir auch nur noch mal das Konzept angucken, was hat Tübingen geschafft? Die haben das auch geschafft, dass die älteren Herrschaften mit dem Sammeltaxi fahren, zum Kosten eines ganz normalen Tickets, dass die zu bestimmten Zeiten nur einkaufen gehen, also von 9 bis 11. Es hält sich natürlich nicht jeder dran. Auch die Jüngeren gehen dann zwischen 9 und 11 einkaufen, aber ist ja auch vielleicht ganz in Ordnung. Nur die haben es geschafft, dass da diese Risikogruppen wesentlich besser geschützt sind. Kann das nicht irgendwann auch mal endlich in Augsburg passieren? Also, die Kritik möchte ich so nicht unbedingt stehen lassen, aber danke dafür, dass Sie so kritisch nachfragen. Herr Dr. Wiebmer, wollen Sie vielleicht kurz erläutern, was wir auch über den Sommer hinweg gemacht haben, um unsere Risiko oder um uns vorzubereiten, dass die Risikogruppen geschützt werden? Wollen Sie das vielleicht übernehmen? Ja, gerne.
Also der Schutz der Risikogruppen, der ist ja Thema seit Beginn der Pandemie. Ist jetzt kein neues Thema, sondern das war ja von Anfang an das Ziel schlechthin, die Risikogruppen zu schützen. Und da gab es ja von Anfang an auch immer den Blick nach Schweden, der ja genau auch das verfolgt hat, die Risikogruppen zu schützen und die Bevölkerung mit nicht allzu strengen Regeln einzuschränken. Und letztendlich hat man natürlich deshalb auch in Deutschland und vor allem jetzt wir auch in Augsburg das natürlich sofort erkannt und hat gerade die Risikogruppen adressiert, indem man mit den Pflegeheimen sehr engen Kontakt hatte. Wir haben sehr früh in der ersten Welle schon den runden Tisch mit den Pflegeheimen gegründet und uns da wöchentlich getroffen, im Sommer dann in größeren Abständen, inzwischen wieder etwas regelmäßiger, um uns da ganz eng auszutauschen, um Konzepte zu finden, wie man die Risikogruppen gerade in den Pflegeheimen besonders gut schützen kann. Gerade auch was die Anwendung von Tests betrifft, wo ja immer wieder Fragen aufkommen, auch jetzt wieder bei den Schnelltests, weil es einfach nicht so einfach ist, da wirklich den Schutz bestmöglich zeitgerecht auch dann umzusetzen. Und was wir gemacht haben im Sommer, war dann vor allem alle Pflegeheime auch zu begehen. Jedes einzelne wurde von dem Team vom Gesundheitsamt begangen und dort wurden die Schutzkonzepte dort individuell überprüft, besprochen und optimiert, um wirklich da auch zu sensibilisieren. Denn tatsächlich war es so, dass im Sommer, so wie bei der Gesamtbevölkerung ja insgesamt, so ein bisschen das Thema so wieder so vergessen wurde oder für nicht ganz so wichtig gehalten wurde. Das hat man schon auch in den Pflegeheimen gemerkt, aber halt in ganz anderen Dimensionen, weil da eigentlich jedem bewusst ist, dass es natürlich schon ein gravierendes Thema ist im Pflegeheim. Aber trotzdem, da hat man schon auch ein bisschen gemerkt, so eine richtige Vorbereitung auf den Herbst war nicht in allen vorhanden. Aber das ließ sich dann ganz gut nachjustieren, sodass wirklich alle ziemlich gut vorbereitet in den Herbst gegangen sind. Und trotzdem, weil es einfach schwierig ist, die Risikogruppen dort in den Pflegeheimen zu schützen, ließ es sich nicht verhindern, dass da tatsächlich Ausbrüche stattgefunden haben. Und vielleicht kurz mal zum Hintergrund auch, warum es so schwierig ist. Eingeschleppt werden ja die Fälle meistens nach unserer Erfahrung jetzt durch das Pflegepersonal, das natürlich auch ein ganz normales Leben führt, wie wir alle. Das kann man denen jetzt auch nicht ein Jahr lang verbieten. Und das will auch niemand. Und dann kann es natürlich passieren, dass jemand, der asymptomatisch ist, Corona in so ein Pflegeheim einträgt. Und tatsächlich haben wir jetzt immer wieder beobachtet, dass dann auch die ganzen infizierten Bewohner und auch die Mitarbeiter eigentlich alle am Anfang immer asymptomatisch sind oder nur ganz schwach symptomatisch, bis es dann plötzlich zum Umkippen kommt und dann plötzlich sogar relativ schnell dann Leute versterben, obwohl sie bis zum Tag davor noch asymptomatisch waren. Und gerade diese Asymptomatik ist das Problem. Deshalb lässt sich das eben kaum verhindern, dass man so einen Ausbruch rechtzeitig bemerkt. Und jetzt haben wir zum ersten Mal dann neues Mittel bekommen, nämlich die Schnelltests, und setzen eben darauf, dass mit den Schnelltests jetzt künftig tatsächlich weniger Ausbrüche dann stattfinden. Bis jetzt haben wir noch die alten Ausbrüche, die noch aufgetreten sind vor der Einführung der Schnelltests in dem großen Stil, wie wir es jetzt zur Verfügung haben. Und das bleibt abzuwarten. Das werden wir jetzt in ganz Deutschland beobachten, was die Auswirkungen der Schnelltests sind. Genau. Genau, und vielleicht auch noch so ergänzend, zum einen ist ja jetzt eben auch die Verpflichtung, dass das Personal sich ja zweimal in der Woche testen lassen muss, Herr Dr. Wiefmeier, das habe ich richtig im Kopf. Ja. Und darüber hinaus eben, dass die Besucherinnen und Besucher eben ein Testergebnis vorweisen müssen. Und in Bayern haben wir ja eh schon die ganze Zeit die kostenlosen Tests durch die Testzentren. Das läuft ja seit Ende August schon, dass Bürgerinnen und Bürger ja in Augsburg sich am Messezentrum kostenlos testen lassen können, um da eben auch sicher zu sein. Und wir werden jetzt natürlich auch überlegen, wie auch für die Besucherinnen und Besucher die Schnelltests auch in den Einrichtungen sichergestellt werden können. Allerdings, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal ausdrücklich sagen, so ein Schnelltest für Corona funktioniert nicht wie ein Schwangerschaftstest, der selber sehr ohne Probleme gemacht werden kann. Also ich habe selber schon einen Corona-Schnelltest hinter mir und da muss man schon auch einen sehr, sehr
tiefgreifenden Nasenabstrichen machen, um wirklich dahin zu kommen, was man auch braucht für diesen Schnelltest. Da brauche ich medizinisch geschultes Personal. Und Herr Dombrowski, das haben Sie gesagt, da haben natürlich die Pflegekräfte in den Altenhilfeeinrichtungen nicht die Zeit für, weil die müssen natürlich andere Aufgaben übernehmen. Und das ist gerade jetzt in der Organisation, wie wir das bewerkstelligen können, weil wir natürlich den Besucherinnen und Besuchern und den Angehörigen eben natürlich die Möglichkeit auch geben wollen. Aber an der Stelle auch nochmal der ausdrückliche Appell, man kann eben auch sich beim Testzentrum nach wie vor testen lassen und eben auch mit so einem Test dann die Angehörigen im Pflege- und Altenheim-Einrichtungen auch besuchen. Dann das Thema hatten Sie noch angesprochen bezüglich Einkaufszeiten. Das haben wir ja vorher schon besprochen, dass wir da versuchen, mal so eine gegenseitige Kommunikation auch aufrecht oder aufzubauen. Und dann vielleicht auch nochmal der Hinweis an der Stelle, dass ja die Risikopatientinnen und Risikopatienten ja auch die Möglichkeit haben, FFP2-Masken zu bekommen in den Apotheken. Das ist ja auch in den letzten Tagen über die Medien gegangen. Also auch da wird ja jetzt nachgesteuert, dass da noch mehr Schutz gewährleistet wird. Jetzt habe ich den Herrn Wiedemann als Nächsten. Genau, der Herr Dombrowski hat den Tübinger Weg angesprochen, so nenne ich ihn jetzt mal. Und da ganz speziell möchte ich nochmal das mit den Sammeltaxis aufgreifen. Die SWA bietet, soweit ich weiß, momentan einen Dienst an, der nennt sich Swaxi. Da können Bürger von A nach B kostenlos oder für ganz wenig Geld durch das Stadtgebiet fahren. Und da war jetzt mein Gedanke vielleicht, ob man da mit den Stadtwerken vielleicht eine Kooperation eingeht, ob man nicht diesen Dienst für Risikogruppen nutzen kann und ihn speziell auch für die zur Verfügung stellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele andere Bürger momentan das nutzen. Und ich glaube auch, dass die Kapazitäten da vielleicht da wären, zumindest die Risikogruppen damit abzudecken, die den Dienst vielleicht auch nutzen wollen. Nur mal so als Gedanke, genau. Also Swaxi ist ja ein Alternativprodukt zu Uber in anderen Städten. Das heißt, es sind Privatpersonen, die ihr Fahrzeug zur Verfügung stellen, um Leute von A nach B eben auch mit zu transportieren. Der Herr Dr. Wiedmann und ich haben da schon öfter drüber diskutiert, ob dieser Tübinger Weg, der hört sich so wahnsinnig schlau an, ob der wirklich so schlau ist. Weil im Zweifel, also gerade jetzt ist der ÖPNV leer, weil eben durch den Lockdown viele auch nicht mehr unterwegs sind. Und insofern ist wahrscheinlich auch sicherer ist, mit dem ÖPNV unterwegs zu sein, als sich in ein Taxi oder ein Swaxi oder Ähnliches zu setzen. Also ich sehe das ein bisschen kritisch, ob das wirklich in Bezug auf die Infektionen tatsächlich eine Rolle spielt. Und im Übrigen, ich kann Tübingen nicht einschätzen, das sage ich auch ganz offen. Tübingen hat kein eigenes Gesundheitsamt, sondern ist im Landkreis Gesundheitsamt mit angesiedelt. Tübingen ist eine relativ junge Stadt von der Bevölkerungsstruktur her, weil sie eine extreme Studentendichte auch haben. Und da müsste man sich auch mal so grundsätzlich auch die Altersverteilung und so weiter angucken. Tübingen vergleichbar mit anderen Städten, wie sich das aufteilt. Ich habe bloß die Tage irgendwann in der Zeitung gelesen, dass also durchaus natürlich auch bei den Risikogruppen, bei den älteren Bürgerinnen und Bürgern auch in Tübingen natürlich Corona vorhanden ist und es jetzt nicht so ist, dass da die Stadt mit gar keinen Fällen auch irgendwie aus der Pandemie hervorgeht. Frau Kühn habe ich als Nächstes. Ich denke, bei der Risikogruppe, was am schnellsten helfen wird, ist einfach die Immunisierung, dass das Immunsystem einfach ein bisschen besser funktioniert. Ich habe jetzt ein paar Ideen. Zum einen könnte man zum Beispiel durch Smoothies Maker, also vielleicht können dann ein paar Firmen spenden, vor allem an die Pflegeeinrichtungen machen, weil viele Bewohner ja mit den Zahnprothesen die Winterobstsorten oder auch Nüsse jetzt im Speziellen gar nicht so richtig essen können. Viele Senioren verweigern auch die Zahnprothesen, weil die nicht passen oder weil sie drücken oder unbequem sind oder wie auch immer. Genau, dass man da eben einfach auch durch Zugabe von Säften, natürlich Diabetiker geeignet in den Fällen, auch die Wasseraufnahme so ein bisschen steuern lässt. Und da würde natürlich das auch ganz anderen Geschmackserlebnis bei den Senioren vorrufen, die dann auch frisch gepresste Säfte oder eben Smoothies verdünnt mit
Säften dann zu sich nehmen, was natürlich auch mehr an Vitaminen darstellen würde. Und da geht es Ihnen um eine ausgewogene Ernährung, oder Frau Kühne? Genau, also mir genau, aber genau, das ist ja aber was, was ja in den Ernährungsplänen vor allem von den Alten- und Pflegeeinrichtungen ja per se auch schon drin ist. Also das ist ja etwas, worauf ja da sehr geachtet wird, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ja auch gesund ernährt werden, ausgewogen ernährt werden. Aber ich glaube, dass im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus, das ist ein Virus, wie Herr Dr. Wiedmanns vorhin gesagt, auch ein grippaler Infekt wird durch ein Virus hervorgerufen. Aber das ist, wie gesagt, natürlich ist ein Immunsystem ein gutes wichtig, aber das ist ja gerade eben das Problem bei den Risikogruppen, dass die dann da anfälliger sind. Genau, deswegen ja auch, damit es dann statt schweren Verlauf vielleicht zum milderen Verlauf führen kann, weil wenn der Körper von vornherein ja ein bisschen gestärkt ist, kann er sich auch besser gegen den Virus oder gegen den Erreger wehren. Und zum anderen hätte ich einen Vorschlag für die Blutbildanalyse, dass zum Beispiel die Hochrisikopatienten sowohl zu Hause, also das sind die Älteren mit Vorerkrankungen, also jetzt, ne, sowohl zu Hause als auch in den Einrichtungen, dass die Einrichtungsleiter oder die Ärzte eben Blutbildanalysen veranlassen von den Bewohnern oder Patienten, um eine mögliche Nährstoffmängel festzustellen und dann eben mit entsprechenden Präparaten wie Vitamin D3, Vitamin C oder Zink eben nach ärztlicher Anweisung den Körper aufzubauen, damit dann einfach eine gewisse Grundimmunität wenigstens auf die Schnelle aufgebaut werden kann durch spezielle Präparate. Das ist, glaube ich, nichts, was wir hier im Bürgerbeirat Corona verordnen können, sondern da geht es natürlich um höchstpersönliche Rechte eines jeden Einzelnen und jeder Einzelnen. Und da müssen alle darüber entscheiden, ob man das möchte oder nicht, ob man so eine Blutbildanalyse möchte oder nicht, ob man Vitaminpräparate nimmt oder nicht. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir ganz schlecht hier heute so besprechen können. Aber ich verstehe, um was es Ihnen geht. Ihnen geht es darum, dass das Immunsystem gestärkt wird, um dann eben auch widerstandsfähiger gegen den Virus zu sein. Und wie gesagt, ich glaube, die Einrichtungsleitungen sind vor allem in Bezug auf Ernährung und so weiter dann natürlich eh schon auch entsprechend drauf gepolt. Ich möchte vielleicht aber den Einwand von der Frau Kühn gerade auch nochmal hernehmen, um ganz kurz noch was zum Thema Impfen zu sagen, weil auch das ist vorher im Chat gefragt worden, ob es eine Impfpflicht geben wird. Nein, es wird keine Impfpflicht geben. Und wir sind in Augsburg aber startbereit für das Impfen. Der Impfstoff soll ja in der nächsten Woche wohl zugelassen werden. Und ab dem Zeitpunkt werden wir dann auch mit mobilen Impfteams zunächst in den Einrichtungen, gerade Pflege- und Alteneinrichtungen, aber auch zum Beispiel in Behinderteneinrichtungen unterwegs sein, um die zu impfen, die sich auch impfen lassen möchten. Auch natürlich das entsprechende Pflege- und medizinische Personal wird am Anfang mit dabei sein. Und da sind wir also, wie gesagt, so weit, dass wir loslegen können. Wir warten mehr oder weniger auch nur noch auf den Impfstoff. Und dann ist noch eine Frage im Chat gekommen, wie denn der Plan ist, wenn die Intensivpatientenzahlen steigen, ob es dann ein Corona-Krankenhaus in Augsburg gibt und die anderen bleiben offen für anderweitig Erkrankte. Nein, das ist nicht der Plan, sondern es ist so, dass wir für das Gebiet des Rettungszweckverbandes Augsburg, also da ist die Stadt und die Landkreise außenrum mit dabei, aber auch für ganz Schwaben sogenannte ärztliche Leiter im Katastrophenschutz bestellt haben. Und die machen miteinander aus, wo welche Patienten hin verlegt werden, um eben eine adäquate ärztliche und medizinische Betreuung auch für alle sicherzustellen, und zwar eben, ob man mit Corona ins Krankenhaus kommt oder dann eben natürlich auch das Schlaganfalls- oder Herzinfarktpatienten oder andere Unfälle und Ähnliches auch, dass die Patienten auch gut versorgt werden. Also da ist eine permanente Abverlegung auch zwischen den Krankenhäusern auch jetzt schon im Gange, um eben auch die Kapazitäten für das Krankenhaus aufrecht zu erhalten. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen von der Frau Keicher und von Herrn Dombrowski, und dann würde ich auch gerne allmählich zum Schluss kommen. Frau Keicher, bitte. Also ich mache es ganz kurz. Ich möchte noch mal auf die Sache von Herrn Wiedemann zu sprechen kommen, wegen dem öffentlichen Nahverkehr, auch wenn die Schulen vielleicht
ab dem 10. Januar oder nach dem 10. Januar wieder losgehen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man diese E-Scooter in der Stadt nutzen kann, vielleicht die Schüler ab 14 oder ab 16 Jahren, dass man ein bisschen den öffentlichen Nahverkehr entzerrt und dass es möglich ist, dass die über ihr Schülerticket dann diese E-Scooter nutzen können. Und wäre es möglich, auch vielleicht um ein bisschen kurze Wege zu schaffen, dass man so in Stoßzeiten die Fußgängerzone öffnen könnte für Radfahrer, dass vielleicht die Leute ein bisschen mehr animiert sind, weniger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, es ist Winter, ich weiß das alles, zu fahren, aber sagen, ja gut, wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem Fahrrad auf kurze Distanz einmal durch die Stadt fahren zu können, verzichte ich drauf, mit der Straßenbahn zu fahren. So. Also die E-Scooter sind private Anbieter, da haben wir als Stadt keinen Einfluss drauf. Das kann man nicht machen. Zum Thema Öffnung der Fußgängerzone, da geht es immer um Verkehrssicherheit. Da geht es immer um die Frage, dass die Fußgänger ansonsten auch entsprechend nicht sicher sind. Also, aber ja, müssen wir vielleicht mal gucken, ob vielleicht, wenn die Frequenz nicht so hoch ist, ob man da was machen kann. Also wir hatten es ja schon, wir haben es ja gesehen jetzt in Corona, in den Supermärkten, es werden ja überall so Klebestreifen, Abstand halten und so, dass man vielleicht da auch eine Fußfahrbahn provisorisch einrichten könnte. Vielleicht wäre das ja dann möglich, dass die Fußgänger geschützt sind und die Radfahrer von den Fußgängern und dass man da eine Lösung findet, um zu animieren, weniger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und dann aber auch wirklich nur, bis halt die Ladengeschäfte öffnen. Das wäre dann. Ja. Wobei, das gibt es ja. Also die durch die Fußgängerzone, da in der Früh darf man ja fahren, ich glaube bis 10:30 oder so. Das ist ja schon mal geändert worden. Und dann ist es wieder zu und dann ist es am frühen Abend geht es wieder auf. Ja, also bloß unter, also wirklich so mittags oder so darf man nicht durchfahren. Oder halt, ja, das ist jetzt natürlich das Problem, die Schüler sind halt mittags unterwegs, aber ja, an der Einmerkung. Dann Herr Dombrowski. Ganz kurz noch zum Impfen. Frau Weber, wissen Sie etwas Näheres? Ist die Haftungsfrage schon geklärt? Was meinen Sie mit Haftungsfrage? Wenn durch die Impfung, es steht ja nicht fest, was... Also wegen Impfschäden, oder? Ja. Wegen Impfschäden, ach so. Da bin ich jetzt gerade überfragt, aber vielleicht weiß das jemand aus dem Gesundheitsreferat, der mit dazu geschaltet ist, oder der Herr Dr. Wiebmer. Kann mir da jemand zur Seite springen? Ich kann zur Seite springen. Also allgemein empfohlene Impfungen, und das gehört dazu, sind grundsätzlich bei Impfschäden durch den Bund gegen Haftpflicht versichert. Also der Bund ersetzt da die eingetretenen Schäden. Das ist bei allen Impfungen, die allgemein empfohlen sind, also Masern etc., ist das so. Gut, dann die Frau Russo. Entschuldigung. Wie ist das denn bei Corona-Impfung? Genau das Gleiche, weil er ein zugelassener Impfstoff ist. Ich glaube, sobald er zugelassen ist, Herr Dr. Wiebmer, so habe ich Sie jetzt verstanden, ist das ganz normal die Regelung, oder? Zugelassen und empfohlen. Genau. Also Herr Dombrowski, ist so, wie wenn Sie sich gegen Tetanus impfen lassen würden oder so. Dann die letzte Wortmeldung von der Frau Russo. Und dann würde ich noch ganz kurz ein paar Sachen aus dem Chat kurz ansprechen, weil da noch ein paar Fragen aufgeschlafen sind. Frau Russo. Danke. Nur eine Frage zum aktuellen Lockdown, weil es jetzt erst kurz passiert ist in meinem Umkreis. Und zwar habe ich jetzt gehört, muss man, wenn man in den Supermarkt geht, wieder einen Einkaufswagen mitnehmen? Oder wahrscheinlich kommt das auf die Supermärkte an. Auf jeden Fall war das Beispiel, eine Frau mit ihrem Kind wollte in den Supermarkt rein. Ihr wurde gesagt, also mit dem Kinderwagen, ihr wurde gesagt, nee, du musst einen Einkaufswagen mitnehmen. Hat sie gesagt, muss ich jetzt wirklich einen Einkaufswagen und einen Kinderwagen nehmen? Ich will nur ein Netz Mandarinen kaufen. Was sage ich einer alleinerziehenden Mutter, die jetzt keinen Mann hat, der dann später einkaufen gehen kann? Also wie ist da gerade die Regelung für solche Situationen? Weil die sorgen, glaube ich, für Unmut einfach.
Naja, man muss vielleicht erklären, warum muss jemand einen Einkaufswagen oder warum sollte jemand einen Einkaufswagen mitnehmen, weil so die Geschäfte kontrollieren, wie viele Personen im Laden sind. Man darf ja nur eine gewisse Personenanzahl im Laden haben, also bis 800 Quadratmeter darf man pro 10 Quadratmeter eine haben und über 800 Quadratmeter sind es pro 20 Quadratmeter eine. Und das ist halt deren Zählmechanismus. Und wie macht sie das mit dem Einkaufswagen und dem Kinderwagen? Also, das muss der Supermarkt als Hausherr entscheiden. Also das ist nichts, was wir als Stadt entscheiden können, sondern es ist etwas, was natürlich der Supermarktbetreiber hat Hausrecht. Und wenn er sagt, zu mir kommt man nur rein, wenn man auch einen Einkaufswagen nimmt, weil ich es anders nicht klarstellen kann. Also ich würde immer dafür plädieren, dass man bitte bei sowas kulant sein soll und dann halt auch einfach auch pragmatisch mit der Sache umgehen soll, weil wie soll man einen Kinderwagen und einen Einkaufswagen schieben? Da haben Sie recht. Ja, in vielen Supermärkten ist es ja auch so, dass man zum Beispiel Körbe nehmen muss oder so. Aber das ist vielleicht bloß einfach die Erklärung und dass da teilweise wahrscheinlich die Angestellten in dem Supermarkt auch nicht wissen, wie sie anders damit umgehen sollen, weil sie halt eine Angabe oder eine Vorgabe vom Arbeitgeber bekommen haben. Also das ist vielleicht zur Erläuterung. Und der letzte Punkt war von mir noch der Sport, der Punkt Sport. Okay, wir sind jetzt im Lockdown, aber joggen darf man ja noch, habe ich verstanden. Ja. Und könnte man, also Fitnessstudios sind ja geschlossen, aber ich schätze, sie sind bald, stehen auch Insolvenzen bevor. Können Fitnessstudios ihre Geräte den Leuten für 6 Wochen, ich schätze, der Lockdown geht jetzt, okay, bis Mitte, Ende Januar, wer weiß, wie lange das jetzt wieder weitergeht. Könnten die vielleicht ihre Geräte oder könnte man da vielleicht auch irgendwie unterstützen, dass Fitnessstudios dieses Rennradgerät den Leuten nach Hause bringen oder ich weiß nicht, dass die Leute dann halt zu Hause Sport machen dürfen oder kann man in die Richtung vielleicht noch irgendwas machen jetzt in den nächsten 6 bis 8 Wochen? Weil, naja, also die Fitnessstudios sind ja Unternehmen und die bekommen ja grundsätzlich erstmal auch die entsprechenden finanziellen Unterstützungen vom Bund. Also das ist ja mal so das eine, wie es ihnen wirtschaftlich geht. Wenn ein Fitnessstudio das Rennrad oder dieses, was weiß ich, was es da gibt, wenn die das verleihen wollen in der Zeit, können sie das natürlich tun, aber auch das ist natürlich eine Entscheidung des jeweiligen Studiobetreibers. Also ja. Aber es wäre Corona-konform sozusagen. Also ja, also theoretisch würde dem nichts entgegenstehen. Okay. Mir würde jetzt nichts einfallen, warum es nicht Corona-konform wäre. Okay, ja, ist nur eine Idee, die mir gerade gekommen ist. Okay, gut, dann ist noch die Frage gestellt worden, oder zwei Fragen, die noch gestellt worden sind. Zum einen wurde die Frage gestellt, warum es ein Feuerwerksverbot im gesamten Stadtgebiet gibt, also auf Privatgrund und weit außerhalb der Innenstadt. Zum einen gibt es das Feuerwerkverbot, weil wir Menschenansammlungen vermeiden wollen. Und zum anderen gibt es das Feuerwerkverbot deswegen, weil wir die Krankenhäuser und die Rettungsdienste entlasten müssen. Beide laufen momentan an der Kapazitätsobergrenze. Also sowohl die Krankenhäuser laufen voll, als auch die Rettungsdienste haben mehr als genug zu tun. Teilweise kommen die nur über die Runden, weil die ehrenamtlichen Rettungsdienste mit einspringen und Fahrten übernehmen. Und in so einer Silvesternacht passieren halt einfach Unfälle, weil ein Böller falsch explodiert und jemand sich verletzt. Und wir möchten da einfach auch die Krankenhäuser und die Rettungsdienste entlassen. Und deswegen ist da eben ein Geböllerverbot im gesamten Stadtgebiet auch nicht erlaubt. Das Böllerverbot im gesamten Stadtgebiet, und Böller sind nicht erlaubt, so ist es richtig rum. Und dann ist noch eine Frage von Moma, die sagt, dass sie wohl am letzten Donnerstag einen Corona-Test gemacht hat beim Hausarzt. Das Ergebnis ist bis heute noch nicht da. Der Test ist somit ungültig. Und wieso werden im Testzentrum keine Schnelltests angeboten? Und da übergebe ich jetzt mal kurz an den Rainer Erben, an unseren Gesundheitsreferenten, der vielleicht diese abschließende letzte Frage noch schnell beantworten kann. Ja, hallo von mir. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Frage. Also wir bieten im Testzentrum derzeit keine Schnelltests an, weil wir da noch überlegen müssen, wie wir das am besten machen. Diese Schnelltests ist ein Vorschlag, den wir parallel prüfen müssen. Und er ist keine absolute Sicherheit.
Wir haben bei der Stadt Augsburg Schnelltests vorrätig, die wir den Einrichtungen, die sie dringend brauchen, auch zur Verfügung stellen können. Aber viel mehr kann ich dazu leider jetzt nicht sagen, weil wir dieses Thema eben noch prüfen müssen. Wir haben mit dem Anbieter oder dem Betreiber des Testzentrums darüber schon gesprochen. Die könnten das rein theoretisch auch organisieren. Aber die Entscheidungen darüber, wie man in den Testzentren mit den Schnelltests umgeht, die sind noch nicht getroffen. Ich glaube, es scheitert ja momentan auch daran, dass gar nicht so viele Tests für Schnelltests zur Verfügung gestellt werden, oder? Die da umgesetzt werden können. Gut, aber auch an dem Thema sind wir dran. Schnelltests können aber bei Hausärzten durchgeführt werden. Es gibt Hausärzte, die das machen. Diejenigen, die das machen, die kann man auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung erfragen. Da kann man unter der 116 117 anrufen und das dann sich mitteilen lassen, welche Hausarztpraxen die Schnelltests auch durchführen. Das vielleicht auch nochmal dazu. So, jetzt sind wir am Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unserem Bürgerbeirat, bei Ihnen 10. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei den Referenten, die im Hintergrund bereitgestanden haben, auch nochmal für Fragen. Wir haben viel länger diskutiert, als es ursprünglich geplant war, aber ich glaube, war heute wieder eine spannende Diskussion. Und ich glaube, so eine Sitzung sollte man auch so lange machen, solange einfach auch Themen da sind. Ich hoffe, der Bürgerbeirat sieht es auch so, dass wir, glaube ich, heute wirklich noch viele Sachen hatten, die wir miteinander diskutiert haben. Und da, glaube ich, wäre es auch falsch, nach 90 Minuten zu sagen, nur jetzt ist Schluss und Schicht im Schacht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unserer Gebärdendolmetscherin, die uns wieder sehr, sehr toll durch den Abend mit begleitet hat, weil wir ja auch versuchen wollen, das barrierefrei zu machen. Ich sehe sie leider nicht. Ich gehe davon aus, dass die Frau Schuller das heute wieder ist. Die hat das auch das letzte Mal ja schon gemacht und begleitet mich ja auch bei den Pressekonferenzen, weil uns das einfach wichtig ist, dass auch diejenigen, die eben höher eingeschränkt sind, dass das eben auch für alle anderen eben dann auch ja, mitzubekommen ist, was der Bürgerbeirat auch sagt. Ich darf mich nochmal, wie gesagt, beim Bürgerbeirat herzlich bedanken. Wir sehen uns im Januar zum nächsten Mal. Und werden dann hoffentlich darüber diskutieren können, wie wir denn Dinge auch wieder öffnen können. Was mit der Kultur passiert, was mit dem Sport passiert, wie wir unser Leben in Augsburg gestalten wollen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Nicht nur heute Abend, sondern auch für die Vorbesprechung. Ich bedanke mich bei allen, die reingeklickt haben, zugeschaut haben, die Fragen im Chat gestellt haben. Die Fragen, die ansonsten aufgeploppt sind, werden natürlich von uns auch noch entsprechend beantwortet. Und wir haben auch eine Umfrage gestartet, wie Ihnen der zweite Bürgerbeirat gefallen hat. Also auch wenn Sie da noch Ihr Votum abgeben würden, dann würden wir uns freuen, weil wir versuchen natürlich permanent auch dieses Format zu verbessern und sind auf Ihre Anregungen da auch entsprechend gespannt und auch darauf angewiesen. Ich wünsche Ihnen jetzt allen einen schönen Abend, vor allem aber noch eine schöne Vorweihnachtszeit, ein sehr geruhsames Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich habe letztes Wochenende meine privaten Weihnachtskarten geschrieben und habe immer dann als Wunsch reingeschrieben, ich wünsche für das nächste Jahr Normalität und Langeweile. Das wünsche ich mir nämlich tatsächlich. Und ich hoffe, Sie können sich diesem Wunsch anschließen. Ich wünsche Ihnen Normalität und Langeweile und freue mich aber, Sie im Januar wieder zu sehen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und bis bald. Tschüss.